Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Buchpräsentation und die Form einer Diskussionsveranstaltung heute Abend hat. Wir werden also nicht lesen, wir werden auch keine langen Vorträge hören, sondern wir werden das Thema versuchen, in Form einer Diskussion hier vorzustellen. Was wir heute Abend nicht machen wollen, ist eine erneute Debatte darüber, ob es sich bei der Vertreibung, der Verfolgung und schließlich der massenweisen Ermordung der Armenier durch die Jungtürken um einen Völkermord handelt oder nicht. Wir, glaube ich, da kann ich für alle sprechen, die hier auf dem Podium sitzen, sind der Meinung, dass der Begriff des Völkermordes hier angebracht ist, nicht nur seit der Deutsche Bundestag vor einem Jahr dazu einen Beschluss gefasst hat, sondern auch die überwiegende Meinung der historischen Forschung bekräftigt dieses Urteil. Worauf wir uns heute Abend konzentrieren werden, und so ist das Buch auch angelegt, ist die Frage danach, wie weit Repräsentanten, Vertreter des Deutschen Reiches über den Völkermord wussten, ob sie daran beteiligt waren und wie dieses Geschehen in den Kontext der Bündnispolitik des Ersten Weltkrieges einzuordnen ist. Das Buch trägt den Titel »Das Deutsche Reich und der Völkermord an den Armeniern«. Wir werden gleich eine Einführung dazu hören. Zuerst möchte ich Ihnen die Teilnehmer an dieser Abenddiskussion kurz vorstellen. Herr Rolf Hossfeld ist Herausgeber und er ist ein ausgewiesener Kenner dieser Geschichte. Er ist der Leiter des Lepsius-Hauses in Potsdam. Er hat viele Filme in seinem Leben gemacht, er hat sehr viele andere Bücher auch geschrieben und er hat 2005 das Buch geschrieben Nemesis, Tod in der Wüste, und das sich bereits mit diesem Phänomen auseinandergesetzt hat. Es sind einige andere Bücher gefolgt. Ja, ich begrüße Herrn Hossfeld ganz herzlich heute Abend. Christine Pschichholz ist Mitherausgeberin des Buches. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Lepsius-Haus und ist ebenfalls wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Potsdam am Lehrstuhl für Militärgeschichte und Kulturgeschichte der Gewalt. Herzlich willkommen. Unser Kommentator heute Abend, der die Diskussionsrunde eröffnen wird, ist Herr Professor Sönke Neitzel. Er ist der Lehrstuhlinhaber dieses Lehrstuhls an der Universität Potsdam seit 2015, nachdem er vorher an der London School of Economics International History gelehrt hat, um nur eine seiner Vorgängerpositionen zu erwähnen. Er ist unter anderem auch Fachberater bei historischen Dokumentationen, habe ich Ihrem Lebenslauf entnommen, und hat vor einigen Jahren das Buch zusammen herausgegeben mit Harald Welzer, Soldatenprotokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben. Ein Buch, was eben auch ein Kapitel der Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts ist. Herzlich willkommen, Herr Professor Neitzel. Ich würde jetzt Herrn Professor Neitzel bitten, dass er beginnt und eine kurze Einführung in das Buch macht, kurz darstellt, worüber wir eigentlich reden, und dann treten wir hier in die Debatte ein. Ja, herzlichen Dank für die Einführung. Willkommen Ihnen allen. Ich will gar nicht so lange reden, weil wir wollen ja miteinander ins Gespräch kommen. Vielleicht einige wenige Gedanken vorweg. Fragt man einen Historiker über ein historisches Thema, ein x-beliebiges Thema, kriegt man eigentlich immer dieselbe Antwort. Deswegen können Sie auch den Historiker wunderbar erkennen, vom Soziologen und vom Anglisten unterscheiden. Er wird nämlich immer antworten, es ist viel komplizierter und es begann früher. In den Diskussionen mit Politikwissenschaftlern zum Beispiel. Und das sehen wir unter anderem auch an diesem Buch. Haben wir also die Rolle Deutschlands und den Genozid an Armeniern nehmen. Es ist komplizierter, das Buch ist
sozusagen sehr differenziert angelegt, breitet diese verschiedenen Perspektiven aus und es begann früher, wird also auch die These dann in einem Beitrag schön vertreten. Wann müssen wir eigentlich von dem Armenier-Genozid oder Genoziden plural sprechen? Und eine These ist ja, das kennen Sie sicherlich auch, aber in einem Beitrag schön dargestellt, wir müssen eigentlich mit dem Berliner Kongress und Artikel 61 beginnen, 1878, und wir müssen es eigentlich ziehen bis Lausanne 1923, und die Phase 15 bis 18 ist ein Teil nur davon. Und dann wird diskutiert, wie weit die verschiedenen Genozide, Massenmord an den Armeniern da einen Bezug haben. Also das, es begann früher, ist das sagen auch in diesem Buch drin. Dann, es ist komplizierter. Also das ist vielleicht nochmal auch für die Diskussion, was ist eigentlich die Rolle von so einem Buch? Was ist die Rolle von der Wissenschaft und was ist es nicht? Und das merken wir, wenn wir über Gewalt reden, über Massaker, das sind ja alles jetzt keine sehr erfreulichen Themen, die in der Regel sehr emotional sind. Und auch dieses Thema ist ja emotional, wird sehr emotional diskutiert. Meines Erachtens erfüllt dieses Buch die Rolle, die die Wissenschaft haben sollte, im gesellschaftlichen Diskurs meisterhaft, denn es differenziert. Und meines Erachtens, es präsentiert nicht eine Meinung, sondern es beleuchtet den Gegenstand von ganz vielen verschiedenen Positionen und es fasst unterschiedliche Positionen über die deutsche Rolle, das deutsche Wissen, die deutsche Verantwortung von verschiedenen Akteuren in einem Buchdeckel zusammen. Und genau das ist eigentlich meines Erachtens, nach meiner Auffassung, die Rolle von uns Wissenschaftlern. Wir müssen zunächst erstmal Erkenntnisse produzieren. Und die sind oft eben komplizierter, als wir glauben, und die entziehen sich einem einfachen Schwarz-Weiß-Denken. Danach, wenn wir also diese Bücher haben und sie gelesen haben, können wir natürlich irgendwann auch wieder zu einfacheren Bildern kommen, weil nicht alle von uns sind Historiker, nicht alle von uns halten Vorlesungen darüber, und zum Schluss möchte man auch vielleicht zu einer moralischen Wertung kommen. Und diese moralische Wertung ist völlig legitim. Mein Plädoyer ist nur, wir müssen erst die Erkenntnis produzieren, und das ist unsere Rolle, und dann können wir uns zurücklehnen, reflektieren und sagen, zum Beispiel über Deutschland, wie sehen wir das eigentlich? Hat Deutschland eine Schuld? Wie groß ist die Schuld? Wie gehen wir moralisch eigentlich damit um? Was folgt daraus? Zuerst ist dann die Erkenntnis. Und das Problem, was wir ja in Deutschland in der Forschung hatten, dass eben über verschiedene Themenfelder es gar keine richtige Forschung gab. Es ist ja bei dem Genozid an Armeniern jetzt ein bisschen anders geworden. Aber das ist eben ein sehr schönes Buch jetzt über die deutsche Rolle, der eigentlich die Forschung exzellent mit den internationalen Koryphäen, die dazu gearbeitet haben, gut lesbar. Es ist exzellent übersetzt, das muss man vielleicht auch nochmal loben. Es sind etliche Beiträge auf Englisch im Original geschrieben und es ist exzellent übersetzt, es lässt sich gut lesen. Liegt das hier vor, wir können es als Leser einfach konsumieren und uns dann unsere eigene Meinung bilden. Das ist also erstmal eine ganz wichtige, große Leistung, ist die Voraussetzung überhaupt, dass wir uns auf einem bestimmten Niveau über diese Frage unterhalten können. Das Problem ist dabei natürlich, dass diese Differenzierung oft nicht gewollt ist. Und Hans Delbrück, ein Publizist des Kaiserreichs, hat das mal auf den schönen Satz gebracht, die Öffentlichkeit braucht Schlagworte, grob gefügte Münzen, die durch tausend Hände gehen und sich doch nicht abnutzen. Und wir neigen natürlich immer in einer öffentlichen Debatte sehr zu Schwarz-Weiß-Denken und wir Historiker versuchen, das immer wieder zu differenzieren, und so ist man in einem ständigen Dialog. Und ich glaube, wir sollten auch mal in einer öffentlichen Debatte das Uneindeutige vielleicht zulassen und es nicht, sagen, eine komplexe Geschichte nicht, sagen, in ein Schema pressen. Aber das ist natürlich jedem Betrachter selber überlassen, wie er mit einem solchen Buch umgeht, wie er es liest. Was ist der größere Kontext? Warum ist das Buch also eigentlich wichtig? Natürlich erstmal wichtig, um die deutsche Rolle zu beleuchten. Welche Rolle spielte das Deutsche Reich mit den einzelnen Akteuren auf den unterschiedlichen Ebenen? Das wird auch wunderbar dargestellt, auch im Verlauf, auch in den Diskussionen. Ein sehr schöner Beitrag von Herrn Ihring über die Debatten um den Armenier-Genozid, die Morde, die Attentate, die es gegeben hat in den frühen 1920er Jahren, bei mir ganz um die Ecke in der Hardenbergstraße. Ich wohne am Savini-Platz, das ist wirklich um die Ecke. Und damit auch der Beleg, dass diese Debatte natürlich in Deutschland eine Rolle spielte, dass es kein unbekanntes Thema war. Also es geht also bis zu dem Diskurs nach dem Ersten Weltkrieg. Also was ist
der große Rahmen. Und was mir besonders gut gefällt, ist auch hier die Differenziertheit des Ansatzes, dass man begreift, also als These, dass der Genozid, der 15 bis 18 stattfand, nicht zwangsläufig war, nicht unumgänglich, nicht unbedingt hat so kommen müssen, sondern dass er von bestimmten Faktoren abhängig war. Und das ist ja eine ganz wichtige Erkenntnis, eigentlich trivial, aber man kann es ja nicht oft genug sagen, dass die Geschichte manchmal auch den unwahrscheinlichsten Verlauf nimmt und dass sie eben von bestimmten Faktoren abhängig ist. Faktor, ein ganz wichtiger Faktor hier, der stark betont wird, ist der Krieg. Und auch die Konstellation des Krieges. Also in dem Beitrag, den ich im Kopf habe, geht es dann darum, dass das Osmanische Reich eben an deutscher Seite kämpfte. Es hätte aber auch bei anderer Konstellation sein können, dass sie auf Seiten der Entente gekämpft hätten. Die Folgen wären wahrscheinlich ganz andere gewesen. Also wir sollten uns deutlich machen, die Offenheit der Geschichte. Nicht unbedingt zwangsläufig. Der Krieg, das Verlauf war wichtig, auch die Niederlagen des Osmanischen Reiches dann im Kampf gegen die Türken, im Winterfeldzug. Und eben der Krieg baut einen Referenzrahmen der Gewalt, der Angst. Und das ganz Besondere hier, der Gewalt von Staaten gegen ihre eigene Bevölkerung. Davon ist das Osmanische Reich ein Fall, der extremste Fall, aber nicht der einzige Fall. Da sind wir im Kontext des Ersten Weltkriegs. Sehen wir die Gewalt der Habsburger Monarchie, Österreich-Ungarns, gegen die eigene Bevölkerung, etwa in Galizien, können wir das wunderbar sehen. Sehen wir die Gewalt des Zarenreiches gegen die eigene Bevölkerung mit den Deportationen, Juden, Polen, Deutsche, ethnische Minderheiten, sehr massiv etwa. Aber auch, ganz kleines Beispiel, im Elsass. Ganz interessant, Mühlhus wechselt ja zweimal im August 1914 den Besitzer. Und sowohl die Deutschen, aber auch die Franzosen nehmen Leute fest, deportieren, erschießen auch Einzelne, die sie für Kollaborateure halten. Die Franzosen deportieren dann auch 4000 vermeintliche, illoyale Elsässer ins Landesinnere. Das hat keine größeren Folgen, weil die Episode wirklich ganz klein ist, aber sie zeigt auch Gewalt gegen die eigene Bevölkerung, gegen vermeintliche unsichere, in Anführungsstrichen, Kantonisten. Und da sind wir also voll bei dem Phänomen des Ersten Weltkriegs als Ermöglichungsraum für Massengewalt. Und deswegen ist dieser Erste Weltkrieg eben so wichtig. Es ist eben ein totaler Krieg, das können wir alles auch an der Armenier-Frage dann sehen. Wie definieren wir den totalen Krieg? Totale Kontrolle, totale Mobilisierung, totale Ziele, totale Kriegsmethoden. Und den können wir wunderbar auch auf die Armenier-Frage anwenden. Auch das Verschwimmen von Kombattanten, Nicht-Kombattanten. 40% der Tote im Ersten Weltkrieg sind Nicht-Kombattanten. Eine ganz wichtige Entwicklung. Teil eines Radikalisierungsprozesses, der dann wesentlich in einem Zweiten Weltkrieg mündet. Auch wenn wir das weiterziehen, auch ein Beitrag plädiert dafür, bis 23 Lausanne, der Rolle, wie geht man eigentlich mit ethnischen Säuberungen um? Und wir wissen das alle, es beginnt sozusagen als eine Deportation, Vertreibung, die dann in den Genozid übergeht. Aber Lausanne sanktioniert dann letztlich den Bevölkerungsaustausch zwischen Griechen und Türken. Und damit ist der Geist aus der Flasche. Also die Überlegung, auch ganz stark von den Briten betrieben, wie lösen wir eigentlich diese Bevölkerungsprobleme, unterschiedliche Ethnien, der homogene Nationalstaat. Und also eine Entwicklung, auch im Ersten Weltkrieg erdacht, naja, wir ziehen das auseinander und das löst dann eigentlich Probleme. Und das folgt dann im 20. Jahrhundert immer und immer wieder. Und der Geist ist aus der Flasche, sagte ich. Also Jörg Leonhard, der Freiburger Kollege, hat sein gewichtiges, auch nicht nur vom Gewicht, sondern auch intellektuell gewichtiges Buch, die Büchse der Pandora genannt. Und das kann man, glaube ich, nicht fett genug unterstreichen. Das finde ich ein sehr guter Titel. Im Ersten Weltkrieg, Armenier sind ein Teil davon, haben wir eine Gewaltdynamik, die in der Welt ist und die sich dann eben nicht wieder zurückdreht. Und so sind wir dann auch, können wir auch diskutieren, was hat der Erste Weltkrieg und auch der Genozid an Armenien eigentlich mit dem Zweiten zu tun. Es wird ja auch diskutiert, inwieweit ist es ein Vorläufer für die Shoah. Sie kennen das berühmte Hitler-Zitat. Wer redet heute schon von den Armeniern? Im Prinzip wird ja auch in diesem Band gesagt, naja, also eine direkte Linie lässt sich nicht ziehen. Aber natürlich kann man darüber diskutieren. Sind nicht Dinge ja established worden, würden wir im Englischen sagen, die thinkable waren, die vorstellbar waren, die jetzt eben nicht zurückgedreht wurden. Und wir können eben sehen, wie im Zweiten Weltkrieg und auch zum Teil vorher, im Bereich der ethnischen Säuberung, im Bereich der Lösung vermeintlich empfundener Probleme,
angeknüpft wurde. Das Problem, was wir immer haben, klassisches Problem der Ideengeschichtler, wie verbinde ich eine Idee mit der Macht? Also wie weise ich nach, dass diejenigen, die die Entscheidung getroffen haben, jetzt wirklich an 1915 dachten oder nicht einfach an irgendwas anderes? Aber ich glaube schon, dass der Erste Weltkrieg, so hängt er eben mit dem Zweiten zusammen, in einer Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts Dinge möglich macht und der Geist aus der Flasche ist. Die Öffnung der Büchse der Pandora. Insofern hat auch der Mord an den Armeniern eine ganz besondere Rolle. Deswegen ist dieses Buch wichtig, auch als ein ganz wichtiger Teil der Gewaltgeschichte. Der Erste Weltkrieg ist eine wichtige Vorgeschichte des Zweiten. Er hat eine eigene Logik. Er ist nicht nur die Vorgeschichte des Zweiten. Er ist ein Konflikt sozusagen eigener Art. Und in dieser Gewalteskalation spielt wiederum das Vorgehen im Osmanischen Reich eine ganz besondere Rolle. Und damit kommt auch das Deutsche Reich mit rein. Welche Rolle spielt das Deutsche Reich? Was hat das Deutsche Reich gewusst? Und so weiter und so weiter. Das will ich jetzt nicht näher ausführen. Das ist in dem Buch meines Erachtens mustergültig dargestellt. Mustergültig, weil es differenziert dargestellt ist und uns ermöglicht, nach der Lektüre eine hoffentlich weisere Schlussfolgerung zu ziehen, eine bessere Schlussfolgerung, weil sie auf mehr differenzierte Analyse beruht. Also insofern finde ich ein Buch, das ich mit großem Gewinn gelesen habe. Es ist, passt in unsere Zeit, dass wir eben ein Stück weit als Historiker weniger emotional mit diesen fürchterlichen Geschichten umgehen, dass wir Erkenntnisse produzieren und das einer Öffentlichkeit anbieten, die das so oder so dann für sich interpretieren, kritisieren, verwerfen, annehmen kann. Ja, vielen Dank, Herr Neitzel. Das war eine Einführung in den historischen Kontext und ich glaube auch eine sehr gute Einführung, auch was das Buch entfaltet. Ich würde jetzt gerne Herrn Hossfeld das Wort geben und zwar würde ich noch mal gerne zwei Stichworte bringen. Sie haben von dem Ermöglichungsraum des Ersten Weltkrieges, den der Erste Weltkrieg entfaltete, die staatliche Gewalt, die sich entlud gegen eigene Minderheiten. Wir haben es ja eigentlich auch mit einem Zerfallsprodukt von Imperien zu tun in diesem Kontext und hier spezifisch mit dem Osmanischen Reich. Wenn wir dazu vielleicht noch was hören könnten. Ja, ist richtig? Okay. Also ich kann da gern auch an das anknüpfen, was Herr Neitzel vorhin gesagt hat. Also es ist eben dieser Ermöglichungsraum, also des Krieges und im besonderen Kontext des Osmanischen Reichs darf man nicht vergessen, dem Ersten Weltkrieg ging, was das Osmanische Reich anbetrifft, die Balkankriege voraus. Also das heißt, im Unterschied zu allen zentraleuropäischen kriegsbeteiligten Parteien war diese Region bereits durch Kriege gekennzeichnet. Das heißt, sie befand sich bereits in einem gewissen permanenten Ausnahmezustand über Jahre, in dem gewaltsame Lösungen sozusagen zum Alltag gehörten. Und natürlich auch Mentalitäts... Entschuldigung. Ist es so besser? Muss ich das wiederholen oder ist das... tut mir leid, also... Ich kam auf die Balkankriege zu sprechen, sagen, also jetzt im Unterschied zu den zentraleuropäischen Ländern befand sich das Osmanische Reich schon vor dem Ersten Weltkrieg sozusagen in einem Zustand gewaltsamer Kriege, was die Balkankriege anbetrifft, und insofern einem Zustand des permanenten Ausnahmezustands, der gewaltsame Lösungen zum einem Bestandteil gewisserseits Alltags machte. Das hatte unterschiedliche praktische Auswirkungen. Das waren die Kriege selbst, das waren natürlich auch die Massen von Flüchtlingen, die dann in das Osmanische Reich strömten. Das waren Grausamkeiten, die in diesen Kriegen passierten und so weiter. Und die natürlich die Neigung der Elite dieses Reichs, zumal auch der national-türkisch gesonnenen Elite, die 1913 mit einem Staatsstreich zur Macht kam, zu gewaltsamen Lösungen von Konflikten zu neigen, erheblich befördert haben. Also das jetzt mal ganz unabhängig von ideologischen Grundlagen, die natürlich auch eine ganz große Rolle gespielt haben, meiner Ansicht nach, aber
sozusagen nicht allein sozusagen in der Beurteilung ausreichen, um das verstehen zu können, was da vor sich geht, sondern man muss sich, glaube ich, vor Augen führen, dass eben diese Ausnahmesituation dazu geführt hat, dass man diese ideologischen Konzepte in einer bestimmten Weise, nämlich in der Weise sozusagen tödlicher Gewalt, versucht hat durchzusetzen. Das hat was zu tun mit diesen Erfahrungen, die natürlich dann durch den Krieg und durch die Dynamik des Krieges, der Krieg ist ja auch nicht sozusagen eine einheitliche Geschichte, sondern es ist eine Geschichte, die sozusagen eigene Selbstradikalisierung unterlaufen hat. Und wenn man jetzt das in einem größeren Kontext sieht, ich finde das sehr gut in dem einleitenden Beitrag von Mark Levin beispielsweise ausgeführt, natürlich gab es Ansätze zu ähnlichen Dingen auch in anderen kriegsführenden Ländern. Es gab die von Herrn Neitzel bereits genannten Deportationen in Russland, rein quantitativ weitaus mehr übrigens als im Osmanischen Reich. Das geht bis in die Millionen, etwa 6 Millionen Deportierte. Und es gab dann bis hin, was weiß ich, also die Radikalisierung auch des Konflikts in Irland beispielsweise und ähnliche Dinge. Nur im Osmanischen Reich nahm das dann diese Form eines geplanten und planmäßig durchgeführten Völkermordes an. Und diese Frage sich zu beantworten, ist natürlich sozusagen auch eine wichtige Frage für Historiker. Wieso kam es dazu? Also ich habe jetzt aber die Frage nicht mehr genau im Kopf, Entschuldigung. Über diese Zerfallserscheinung des Osmanischen Reiches, wie weit das ein beschleunigender Faktor war? Ich meine, natürlich war das ein erheblich beschleunigender Faktor. Also eins der Ergebnisse beispielsweise der Balkankriege und der davor liegenden Befreiungsbewegungen auf dem Balkan schon im 19. Jahrhundert waren Konzepte des Rückzugs sozusagen in ein türkisches Kerngebiet, zunächst mal ein imperiales Kerngebiet innerhalb des Osmanischen Reichs, das aber sehr stark ethnisch türkisch bestimmt gewesen ist. Das war nämlich Anatolien sozusagen als Kernbereich des Landes, in dem aber nicht nur Türken lebten, wo sich natürlich sofort das Problem stellte, also wie kann man sozusagen dieses Kerngebiet sichern, wenn es von als feindlich oder als gefährlich empfundenen Minderheiten zum Teil mit beherrscht wird, zumal mit von Minderheiten auch, die kulturell in der Regel eine deutlich dominantere Rolle spielten, als ihre Zahl zu vermuten ließ, auch wirtschaftlich beispielsweise. Das waren die Armenier und das waren Griechen in erster Linie. Also diese Dinge spielten schon eine nicht unerhebliche Rolle. Ein Gedanken äußern: Im Krieg haben wir ja immer diese Idee der militärischen Notwendigkeit, Military Necessity, die gerade die Militär sehr stark antreibt, Hauptsache. Und da verbindet sich, glaube ich, was Sie ansprachen, der Zerfallsprozess, also die Angst, wie kann ich das zerfallene Reich militärisch nicht lange aufhalten, und das Denken in militärischen Notwendigkeiten. Also das kann man ein bisschen, also ich zum Vietnamkrieg und so immer wieder denken, ist eine Radikalisierung. Wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, das ist dann eine der Voraussetzungen etwa hier für das, was passierte ab 15. Ja, ich denke, dass, also was kommt natürlich noch etwas, was das Osmanische Reich anbetrifft, hinzu. Also diese Massengewalt gegen Armenier ist ja nicht nur ein Ergebnis des Ersten Weltkriegs, die gab es bereits im späten 19. Jahrhundert. Es gab sie nochmal in einem Aufflackern von großer regionalbedingter Gewalt um das Jahr 1909. Und es gab dann diesen geplanten Völkermord während des Ersten Weltkrieges. Und insofern ist natürlich Bindung an die militärische Notwendigkeit nur ein Teil der Sache, sondern es ist sozusagen auch eine konzeptionelle Idee der Rettung eines Kernterritoriums der herrschenden Nation des Reiches gewesen, die schon im 19. Jahrhundert eine Rolle spielte und die dann im Krieg natürlich wieder auflebte. Und die auch mit der Vorstellung verbunden war, im Grunde genommen, wenn es uns nicht gelingt, dieser Minoritäten Herr zu werden, werden die uns eines Tages beherrschen aufgrund ihrer kulturellen und wirtschaftlichen Überlegenheit.
Sie jetzt, Frau Pischold, Frage nach der Rolle der Deutschen, würde ich noch mal nachfragen wollen an dem Komplex. Was waren denn so die ideologischen Programmatiken, die das Ganze beschleunigt haben? Also wir haben jetzt von der Kriegssituation gehört, von dem Feindbild, was generiert wurde. Aber was war die Ideologie, die gerade auch bei den Jungtürken diese Eskalation beschleunigt hat? Also ich meine, es gab eine Art sozusagen verspätete Nationalentwicklung unter den Türken. Also wahrscheinlich waren die Türken innerhalb des Osmanischen Reichs die Ethnie, die am spätesten eine Art Nationalbewusstsein entwickelt hat, aber dafür umso radikaler, bedingt durch den Einfluss intellektueller Zirkel, die diese Ideen aus europäischen Exilländern importiert haben, unterschiedlicher Art. Also sei es beispielsweise aus dem französischen Exil gibt es sehr starke Einflüsse sozusagen durch Gruppierungen, die der Action Française nahestanden und der Vorstellung eines integralen, das heißt also kulturell homogenen Staates, der sozusagen eine Art, im Fall Frankreich eine Art katholischer Integralismus war, dann in Bezug auf das Osmanische Reich und das Kernland Türkei eine Art türkisch-sunnitisch muslimischer Integralismus Variante darstellte. Und es war natürlich auch so die modernen Rassentheorien und auch dieses modernen Ideen des Survival of the Fittest und all diese ganzen Dinge, die in den europäischen Hauptstädten damals in bestimmten Kreisen diskutiert worden sind. Oder beispielsweise Ideen, also sozusagen eines Volks in Waffen, wie sie von Kolmar von der Goltz entwickelt worden sind, in dem gleichnamigen Buch, was er verfasst hat, das sozusagen also die Militarisierung der Gesellschaft als Modell entwickelt hat, das zur Stärkung der Überlebensfähigkeit einer Nation eine Rolle spielt. Und auch das ist ja gebunden an Homogenisierungsprozesse, die innere Widerstände, innere Feinde oder als solche, die als solche empfunden werden, ausschließen. Und es gab eine sehr starke Strömung, übrigens auch eine Art medizinischem Hygienedenken, also bezogen auf den sogenannten Volkskörper. Also das sozusagen, also das ist eine Übertragung sozusagen medizinischer Denkweise auf den Organismus Nation oder Volk. Ja, also das, man sprach von Mikroben. Oder man verwendete Terminologien aus dem Bereich der Chirurgie als therapeutische Mittel, also des Entfernens von Fremdkörpern und ähnlichem mehr. Also man hatte schon sozusagen auch eine mentale Welt, die voller solcher Gewaltbilder gewesen ist und die dann sich verband mit einer Erfahrung, in erster Linie dieser Balkankriege, wo eben diese Art von Gewalt jetzt mal völlig ohne dieses Stammtischgerede von Intellektuellen in Saint-Germain, in welchen Cafés, ohnehin zum Alltag des Lebens gehörte. Ich würde gerne Sie fragen, Sie haben hier eingangs in Ihrem Beitrag geschrieben, die deutsche Regierung war umfassend über die Vernichtungspolitik gegen die armenische Bevölkerung im Osmanischen Reich informiert. Die Akten des Auswärtigen Amtes geben darüber Auskunft. Zahlreiche Berichte der deutschen Konsuln vor Ort widersprechen der jungtürkischen Darstellung von der militärischen Notwendigkeit der brutal durchgeführten Deportationen, die den Auftakt zum Völkermord bedeuteten. Das heißt mit anderen Worten, man war sehr gut informiert über den Völkermord. Ja, das ist, glaube ich, die wichtigste Grundvoraussetzung, um diese Zusammenhänge, die wir in dem Buch behandeln, zu verstehen. Das Osmanische Reich ist nicht nur im Ersten Weltkrieg Bündnispartner des Deutschen Reiches, sondern die Beziehungen sind lange gewachsen und wir haben ein enges Netz an Konsulaten im Osmanischen Reich und deutsche Konsuln oder Vertreter berichten regelmäßig über die Verhältnisse und das nicht nur während des Ersten Weltkriegs natürlich, sondern auch im Voraus. Das ist vielleicht in dem Zusammenhang zu dem, was wir bisher gehört haben, wichtig.
Die deutsche Regierung, die deutsche Botschaft in Istanbul war sich auch vor dem Ersten Weltkrieg schon bewusst, in welcher schwierigen Lage die armenische Bevölkerung war. Es geht, und das ist ein Grund auch, warum die Situation im Ersten Weltkrieg so eskaliert, ist die ungelöste armenische Frage und die nicht vorhandenen Reformen in Ostanatolien, dort, wo auch viele deutsche Konsulate vorhanden sind. Die Ostprovinzen, das ist das Siedlungsgebiet gar nicht unbedingt von sehr vielen Türken, sondern von Armeniern und Kurden. Und im Laufe des 19. Jahrhunderts versucht das Osmanische Reich, den Staat stärker zu zentralisieren und versucht, dieses Gebiet wieder stärker unter staatliche Kontrolle zu bringen. Sie versuchen dann, die kurdische Herrschaft oder vor allen Dingen die Warlords, deren Macht zu minimieren und gleichzeitig wieder staatlich Steuern einzutreiben. Und das funktioniert nur zum Teil. Wir haben dann einerseits trotzdem die kurdischen Herrscher dort, die auch ihre eigene kurdische Bevölkerung zum Teil nicht so besonders gut behandeln und die auch von den Armeniern Steuern verlangen, und den osmanischen Staat, der jetzt versucht, die Ostprovinzen stärker unter Kontrolle zu bringen. Das Ergebnis ist eigentlich Anarchie oder in Teilen dieser Gebiete Anarchie. Und dass diese Situation höchst brisant ist, das wissen, weiß die deutsche Regierung und wissen die deutschen Konsuln vor Ort genau, die sehr genau, sehr differenziert und sehr gewissenhaft berichten. Also, und was dann im Ersten Weltkrieg geschieht, das von der jungtürkischen Seite propagiert wird, wir müssen deportieren, weil die Front ist sonst gefährdet. Es gibt massenhaft flächendeckend Aufstände von Armeniern. Das wird von diesen Konsuln natürlich sehr, sehr gut erkannt und viel genauer beschrieben, was eigentlich passiert. Deshalb ist die deutsche Regierung ja im Grunde genommen schon zeitnah genauestens informiert über den eigentlichen Charakter der Ereignisse von 1915. Ich würde trotzdem jetzt noch mal gerne nachfragen. Also wir kommen ja jetzt doch schon etwas in den Bereich der moralischen Beurteilung und der moralischen Sicht auf die Dinge. Sie haben sehr viel über die Differenzierung gesprochen, die man als Historiker vornehmen muss. Aber eine zweite Frage ist natürlich auch die Frage nach den Akteuren. Wer waren die Akteure vor Ort? Wer sind die Handelnden? Wie haben sie sich im Einzelnen verhalten? Und welche Handlungsmöglichkeiten hatten sie? Welche Handlungsmöglichkeiten haben sie ausgeschöpft? Darf ich ganz kurz, bevor wir das sozusagen in der moralischen Perspektive betrachten, einfach noch einen, glaube ich, ganz wichtiges sozusagen Informationselement hinzufügen. Also ich sage mal, spätestens mit dem 7. Juli 1915 war die deutsche Reichsregierung präzise informiert über den Charakter dessen, was dort vor sich ging, nachdem sie eine Depesche des damaligen Botschafters in Istanbul, also in Konstantinopel, Hans von Wangenheim erhalten hat, die wörtlich lautet, es ist die erklärte Absicht der Regierung, die armenische Rasse im türkischen Reich zu vernichten. Also Urteile dieser Art findet man seitdem regelmäßig in Depeschen nach Berlin, und der Informationsstand, also auf diesem Niveau sozusagen, besteht ungefähr seit Ende Juni, Anfang Juli 1915. In den vorhergehenden Monaten waren die Urteile noch eher unbestimmt und auch zum Teil widersprüchlich. Aber eben durch die von Frau Pscholz genannten Informationen, vor allen Dingen der Konsuln, die dann ja zusammenliefen in der Botschaft in Konstantinopel, verdichtete sich das dann doch sehr schnell zu dem Bild, dass hier keine im klassischen und für deutsche, sagen wir mal, militaristisch ausgerichtete Mentalitäten verständliche Politik von militärischer Abwehrmaßnahmen vorlag, sondern etwas Unbekanntes Neues, was darüber hinausging und was man bis dahin noch nicht in adäquate Worte fassen konnte, aber doch so präzise benannt hat, dass man gesagt hat, es ist die erklärte Absicht, die armenische Rasse im türkischen Reich zu vernichten. Also das heißt, dieses klar kann man es nicht ausdrücken,
Also es ist im Grunde genommen das, was wir heute ganz klar sagen, es war ein Genozid. Das war das Wissen der deutschen Reichsregierung spätestens seit Juli 1915. Also das ist auch nie hinterfragt worden während des Krieges. Kein Mensch hat das je hinterfragt. Es gab Leute, die sind unterschiedlich damit umgegangen, haben es unterschiedlich beurteilt. Aber die Tatsache als solche stand außer Frage. Genau, wir haben unterschiedliche Akteure und unterschiedliche Handlungsspielräume dann in diesem Zusammenhang. Die Reichsregierung auf der einen Seite und sozusagen Entscheider in Berlin, Reichskanzler Bethmann-Hollweg ist da sicherlich als erstes zu nennen, in Verbindung mit dem deutschen Botschafter in Istanbul. Wir haben die deutschen Militärs im Osmanischen Reich, die zum Teil in die osmanische Armee eingegliedert waren und natürlich auch Beobachter vor Ort waren und sowohl ja, Zivilisten vor Ort, deutsche Zivilisten vor Ort, Missionare, die berichten konnten, als auch zahlreiche Privatpersonen. Was für die deutsche Reichsregierung wichtig ist, wie wir gesagt haben, die Grundlage ist, sie wissen sehr schnell aktuell Bescheid über das Vorgehen der jungtürkischen Zentralregierung und benennen es quasi mit anderen Worten als Vernichtung einer ganzen Bevölkerung. Es gibt auch diplomatische Versuche, dies zu unterbinden. Es ist auch eine Art Empörung zu spüren, aber es bleibt wirkungslos. Die osmanischen Machthaber und das Triumvirat, vor allen Dingen Talat und Enver Pascha, sagen, es ist eine innere Angelegenheit, da habt ihr im Grunde genommen gar nichts mit zu tun. Und das Wichtige ist, dass es da über diese diplomatischen, vorsichtigen Versuche auch nicht viel darüber hinausgeht, mit der Begründung, wir befinden uns in einem existenziellen Krieg, er ist für das Deutsche Reich existenziell, auch für das Osmanische Reich existenziell. Wir können uns das letztendlich nicht leisten, jetzt aktiv zu werden. Und das wird auch in den Quellen so benannt. Ich würde das als sie leisten keine Hilfe und hätten während des Krieges eventuell Spielraum gehabt, um aktiver zu werden. Vor dem Krieg hätten sie noch sehr, sehr, sehr viel mehr Spielraum gehabt. Aber während des Krieges nutzen sie wahrscheinlich nicht alles aus, wobei die Frage ist, inwieweit man auf diplomatischer Ebene hätte noch vorgehen können. Was natürlich auch wichtig ist, und wir haben zahlreiche deutsche Offiziere im Osmanischen Reich. Allerdings das Problem ist, es gibt nur zwei, die während der eigentlichen Zeit Kommandogewalt haben. Und das ist bei der Armee nun mal das Wesentliche. Also die wirklich in einer Position waren, um deutliche Maßnahmen zu ergreifen. Liman von Sanders tut das beispielsweise bei dem Versuch der Deportation von der Westküste aus kann diese dann erstmal aufhalten. Da sieht man, dass gewisse Einflussmöglichkeiten da waren, aber eben auch nur so begrenzt. Also wie gesagt, wir haben nur zwei, die Kommandogewalt haben, die Einfluss ausüben können. Von der Goltz ist der zweite, der das auch für seinen kleinen Bereich macht und das für eine Zeit lang gelingt. Als sie vor Ort nicht mehr sind, werden dann die Armenier oder dann eben auch die griechisch-orthodoxe Bevölkerung dann dennoch deportiert. Und die Frage ist, wie sich viele andere deutsche Soldaten vor Ort verhalten haben und die Aufsätze, die wir in dem Band haben. Und wir beschäftigen uns da ja nicht nur in einem damit. Das muss man sehr differenziert sehen. Also wir haben deutsche Soldaten, die vermutlich Hilfestellung für Armenier gegeben haben, Fluchthilfe, Gelder geschleust haben in die Konzentrationslager in der Sor. Und wir werden auch deutsche Soldaten haben, die diese
diese Situation genutzt haben, um sich beispielsweise zu bereichern. Ja, also wir haben diese ganze Bandbreite, die sich nicht mit einem Begriff zusammenfassen lässt. Also wir müssen uns das ja auch so vorstellen, dass es wirklich jetzt nicht nur ein theoretisches Wissen war über die Absichtserklärung, sondern die Leute waren ja auch vor Ort. Die haben ja gesehen, wie Menschen in die Wüste getrieben wurden, wie Menschen verhungert sind, wie Kinder umgekommen sind. Also das war ja ein ganz konkretes Wissen auch, also um nur das nochmal vor Augen zu führen. Ja, und trotzdem glaube ich, macht es Sinn, wenn man sich die Sachen sozusagen also auch mal im Detail vor Augen führt. Also die deutsche Militärmission im Osmanischen Reich bestand aus 45 Leuten im Frühjahr 1914 und bis zum Ende 1915 waren das nicht wesentlich mehr. Es kamen einige Marineleute hinzu durch die beiden Schiffe und so weiter. Das Problem war, dass der Landweg, dass es keinen Landweg gab. Und den Landweg gab es erst, nachdem Bulgarien in den Krieg eingetreten ist, und seitdem wuchs die Zahl der deutschen Offiziere, die dann im Jahre 1916 im Januar bei etwa 200 lag. Später etwas höher und zum Ende des Krieges noch etwas höher. Aber in der Kernzeit, während dieser Genozid stattfand, waren relativ wenige deutsche Offiziere überhaupt präsent im Osmanischen Reich. Und Christine Tüchholz hat das schon gesagt, davon hatten auch nur zwei überhaupt Kommando gewahrt, die anderen waren in subalterneren Positionen tätig. Und sie waren aber vor allen Dingen in der Regel nicht in den Kerngebieten des Genozids, sondern sie waren zur Befestigung der Dardanellen, sie waren auf dem Suez, also sozusagen in Palästina, dem Suezfeldzug beschäftigt, sie waren beschäftigt mit der Abwehr des Vormarschs der Engländer in Mesopotamien Richtung Bagdad und so weiter. Und also das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, es gab diese Proteste auch der deutschen Botschaft, auch der Reichsregierung gegen die Behandlung der Armenier. Es gab eine einzige Antwort der türkischen Regierung im Dezember 1915. Das heißt, über ein Dreivierteljahr gab es überhaupt keine Antwort. Und diese Antwort im Dezember 1915 geschah in dem Augenblick, ein paar Tage, nachdem die Briten damit begonnen haben, ihre Soldaten aus Gallipoli zurückzuziehen. Und klar war, dass sozusagen diese Landungsversuch auf Gallipoli gescheitert war und die Türken sozusagen auf dem Höhepunkt ihrer Macht sich fühlten und das Gefühl hatten, jetzt können sie etwas, nicht nur etwas sagen, jetzt können sie auftrumpfen, können sagen, also wir verbieten uns jede Einmischung in innere Angelegenheiten. Das war auch der Wortlaut sozusagen der Antwort. Punkt. Also das muss man wissen, also wenn man über diese Dinge redet, also dass man muss nicht die Vorstellung haben, das Osmanische Reich war im Jahre 1915 eine deutsche Halbkolonie. Das war es ganz bestimmt nicht. Sondern es war, und man muss auch wissen, dass also auch diese deutschen Militärs, von denen man redet, von denen einzelne auch tatsächlich in grauenhafte Dinge involviert waren, keine quantitativ, also entscheidende Rolle gespielt haben und auch in einem ganz hohen Maße übrigens technische Offiziere waren, also keine, nicht mal eigentliche Kampfeinheiten angeführt haben. Ich würde jetzt gerne, jetzt haben wir sehr viel über den historischen Kontext gehört, ich würde gerne auch auf die Wirkungsgeschichte nochmal eingehen. Sie, Herr Neitzel, haben es ja kurz erwähnt, also es hat in den 20er Jahren hier nochmal in Berlin einen aufsehenerregenden Prozess gegeben. Tal Pascha, der einer der maßgeblichen Verantwortlichen für den Massenmord, ist in Berlin ermordet worden und ist in einem aufsehenerregenden Prozess freigesprochen worden. Was steckte dahinter? Nein, ich meine, also das geschah im Frühjahr 1921 am 15. März in der Hardenbergstraße, Ecke Fasanenstraße. Der ehemalige Großvezier des Osmanischen Reichs, Talat Pascha, der zu dieser Zeit des Völkermordes Innenminister war, das Innenministerium war übrigens die führende Instanz auch dieser Vernichtungspolitik,
und nicht des Militärs. Also das muss man auch auseinanderhalten. Erschossen wurde sozusagen. Das war eine eigentlich relativ klare Angelegenheit. Also der Schütze war ein junger armenischer Student. Das war morgens um 11. Er wurde natürlich verhaftet und es war aber auch eigentlich unstreitig, dass das passiert ist und dass er es gewesen ist. Also es gab dann einen Prozess im Juni 1921 und überraschenderweise wurde der Angeklagte freigesprochen. Das war natürlich eine Riesensensation. Und aufgrund einer gewissen inneren Dialektik von Strafprozessen wurde dieser Prozess öffentlich wahrgenommen, eigentlich eher als ein Prozess über die Taten des Opfers als über die Taten des angeklagten Attentäters. Und das deshalb, weil die Tat selbst evidentermaßen keiner großen Klärung bedurfte. Also er hat es auch zugegeben, also es war sozusagen unstrittig. Aber trotzdem muss natürlich ein Strafgericht sich die Frage stellen, welche Motive hatte der Täter und die Behandlung sozusagen der Motive des Täters, sprich der Taten des Opfers in diesem Fall, nahm nicht nur quantitativ während des Prozesses den größten Raum ein, sondern vor allen Dingen auch in der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Und das führte zu einer doch erheblichen Debatte sozusagen über das, was dort vor sich gegangen war, die noch einmal eine öffentliche Debatte aufnahm, die schon 1919 stattgefunden hatte, als Johannes Lepsius eine Auswahl von Akten des Auswärtigen Amts, die diese Vorkommnisse in Armenien dokumentierten, veröffentlicht hatte im Frühjahr 1919, also in relativ kurzer Zeit, also muss man dazu sagen, ich meine, das ist doch eine erhebliche Leistung, also auch in diesen chaotischen Nachkriegsjahren, also im Auswärtigen Amt, diese Art von, diese Masse von Dokumenten zusammenzufassen und daraus eine sinnvolle Gesamtkompilation herzustellen. Das führte zu einer intensiven öffentlichen Debatte, die ist von Stefan Ihrig in seinem letzten Buch Justifying Genocide kommentiert worden. Und die interessante, sagen wir mal, Dynamik, die dahinter steckt, ist auch von Ihrig dargestellt, also schon interessant, weil also bis zu einem gewissen Zeitraum sozusagen war der dominante Diskurs der eher turkophilen Fraktion und armenierfeindlichen Fraktion in Deutschland, dass sie den Vorhang des Völkermordes leugneten einfach. Und nachdem das nun evidentermaßen kaum noch zu leugnen war, und das war insbesondere auch nach diesem Attentat der Fall, gab es immer deutlicher Stimmen, die in eine ganz andere Richtung gingen. Sie haben das nicht mehr geleugnet, sondern sie haben es als eine legitime Maßnahme von moderner Bevölkerungspolitik dargestellt. Das fing bereits 1919 an, mit entsprechenden Publikationen in der Regel in Organen, die den damals noch aufstrebenden Nationalsozialisten nahestanden. Das gab einen sehr gewichtigen Artikel in einer SA-Zeitschrift kurz vor dem Hitlerputsch 1923 im Oktober. Und es gab symptomatischerweise während des Prozesses gegen Hitler im Frühjahr 1924 vor dem Volksgericht in München auch eine signifikante Aussage von Hitler selbst, der sich da nicht nur auf Mussolini berief, sondern in erster Linie mehr noch als auf Mussolini, auf Enver Pascha. Er hatte immer so ein ungefähres Geschichtsbild, aber so genau stimmte das immer nicht. Aber er hatte sozusagen zumindest die Kernidee in seiner Vorstellung, Enver Pascha hat eine Nation entgiftet. Also er hat sie gereinigt. Diese Säuberungsidee sozusagen war natürlich schon auch, also und auch die damit verwandten Mittel, es war alles bekannt sozusagen von Anfang an auch ein Bestandteil der aufstrebenden nationalsozialistischen Bewegung. Und das ist natürlich schon ein Verdienst auch von Stefan Ihrig, das so klar dargestellt zu haben. Und glaube, da sehen wir die Dinge auch heute in etwas anderem Licht. Also weil es doch nochmal auch ein Unterschied ist zu dem bekannten Hitler-Zitat. Also wer redet noch über die Vernichtung der Armenier? Es ist schon sehr früh einfach diese Verbindung von Säuberung und Gewalt. Also Säuberung als Genozid sozusagen immer ein Bestandteil der Nazi-Mentalität gewesen mit Bezug auf die Vorkommnisse im Osmanischen Reich. Man muss natürlich berücksichtigen, dass einmal die Akzeptanz von Gewalt in den ersten Jahren der Weimarer Republik ohnehin
extrem hoch war. Also das betraf jetzt nicht nur das, was im Osmanischen Reich vor sich gegangen ist, sondern auch die Vorstellung sozusagen, also in einem apolitischen Raum den gordischen Knoten mit einem Schwert zu durchschlagen, natürlich eine hohe Popularität hatte. Also das spielte natürlich eine Rolle, genauso wie die Zerstörung eigentlich moralischer Maßstäbe dann durch die Inflation und ähnliches mehr. Also das sind natürlich dann immer auch Multifaktoren, die da reinspielen. Aber es ist trotzdem interessant zu sehen, dass bewusst Rekurs genommen wurde auf diese Politik der Jungtürken als einem Vorbild ähnlicher Purifikations- und Erwachungsfantasien, die damals ihren Anfang genommen haben. Wobei man, eine kurze Ergänzung noch immer sehen muss, das hat Herr Hosfeld auch schon gesagt, wenn man sich zum Beispiel mal die rassisch-anthropologische Revue anschaut, die im Kaiserreich verlegt wurde, was da für Ideen eigentlich schon 1905, 1906 ventiliert worden sind. Da heißt es dann zwar nicht Völkermord, aber es läuft in vielen Dingen eben darauf hinaus, dass man irgendwann einen Krieg führen wird und dann irgendwelche Züchterkommissionen einsetzt und durch kluge Zuchtwahl irgendwas herauslöst und so. Und die Frage ist natürlich immer, auch das ist ja, passt dann eher zu dem Ansatz von Ehring, an welchem Punkt ist Hitler eigentlich der radikale Antisemit geworden, der dann letztlich solche Genozidvorstellungen entwickelt. Und die alte Vorstellung war ja, dass er das letztlich in Wien entwickelt hat, 1908 bis 13. Und die neueren Vorstellungen, die ganzen neueren Forschungen gehen ja eher dahin, dass er das eigentlich in München ab 1919 eher aufgesogen hat. Und das ist immer wieder das Problem, was ich ansprach von Idee und Macht. Also wann kam Hitler, das Hitler in den Kopf? Da haben wir eine problematische Quellenlage, aber die Funde von Herrn Ehring und auch der Beitrag, den er da geschrieben hat, deutet darauf hin, dass es mindestens einen Verstärkerfaktor gehabt hat, der verstärkt hat, was er vielleicht vorher sozusagen auch gelesen hat. Und da konnte er nach einem konkreten Beispiel das sozusagen bestimmen. Aber es ist wahnsinnig schwer, den Stellenwert zu bestimmen. War es der entscheidende Faktor? Oder was ist jetzt eigentlich der entscheidende Faktor, dass Hitler diese Reinigungsfantasien, die hat er ja schon 1919 in München entwickelt hat und dann umgesetzt hat? Und die Umsetzungsphase ist ja auch bei Hitler dann wiederum eine sehr lange. Aber mindestens eine Verstärkerfunktion. Das ist für mich das Interessante. Ich denke auch. Ich meine, es ist auch ein bisschen ein Beispiel, dass Dinge machbar sind. Also in diesem Volksgerichtsprozess, also Mussolini demonstriert, der Marsch auf Rom ist machbar, also wahrscheinlich ist deshalb der Marsch auf Berlin im Prinzip auch machbar. Und die Jungtürken demonstrieren sozusagen, die Purifikation eines Volkes ist machbar durch diese Art von Gewaltmaßnahmen, genozidärer Art. Also ist es bei uns im Prinzip auch machbar, also so in der Richtung. Ja, ich fand auch gerade den Beitrag von Ehring sehr aufschlussreich in dieser Hinsicht, dass er es differenziert hat. Ich wollte jetzt nochmal auf einen letzten Komplex nochmal eingehen, wenn wir über über das Deutsche Reich und das Wissen über den Völkermord reden, über den Komplex der internationalen Verantwortung. Wir haben gehört, dass unterschiedliche Akteure daran beteiligt waren, dass man nicht unbedingt sagen kann, dass die Deutschen da einen großen Einfluss hatten zur Zeit. Aber das Wissen war da, es gab die Debatte um den Völkermord und wir kennen das ja auch aus den Jahrzehnten-Debatten jetzt in der Auseinandersetzung mit Deutschland, zwischen Deutschland und der heutigen Türkei. Die Frage ist nochmal, haben wir aus diesem Beispiel gelernt, internationale Verantwortung in solchen Vorgängen anders zu definieren, neu zu definieren und anders wahrzunehmen? Darf ich da was zu sagen? Also heute denken wir R2P, Responsibility to Protect, ist als Folge von Srebrenica in das internationale Recht gekommen und die Vorstellung, man kann Völkermorde plural nicht geschehen lassen, die internationale Staatengemeinschaft hat eine Verantwortung. Das ist hoch problematisch deswegen, weil man gesehen hat, dass was danach folgte, also Militärintervention in verschiedenen Ländern, nicht immer so ganz sauber gelaufen ist und man gemerkt hat, also zum Beispiel nehmen wir Libyen, da gab es ja eine große Diskussion, man muss in Benghazi ein Massaker verhindern, da gibt es in der Debatte, hätte es überhaupt ein Massaker gegeben, aber das war eine große Diskussion, und dann hat man also Truppen entsandt und dann hat sich diese Sache ein wenig vom Ursprungsziel entfernt und das sind
Also sehr, sehr schwierige Fragen. Also Srebrenica und Ruanda war vor allen Dingen im Bereich. Auf jeden Fall ist das in der Diskussion, in der internationalen Diskussion, dass es eine Verantwortung gibt. Und denken Sie an den, auch an den Parteitag der Grünen, Joschka Fischer, mit dem NATO-Angriff auf Serbien, das entsprechend zu verteidigen. Auch dann Auschwitz muss verhindert werden, obwohl natürlich jeder wusste, dass es kein Auschwitz im Kosovo droht, aber drunter kann man es dann manchmal nicht machen. So. Aber das ist auf jeden Fall ein Völkerrechtsgefäß, was da ist. Diese Art von Denken war natürlich in dieser Zeit überhaupt nicht da. Und das ist ein, wenn wir also zum Beispiel die Frage stellen, die wir uns natürlich alle stellen können und müssen, warum, also welche, wir haben es auch schon angesprochen, welche Möglichkeiten hatten denn die Deutschen? Ist es nicht einfach ein bisschen zu wenig zu sagen, naja, die konnten nichts machen, also warum haben die nicht mehr interveniert, denn die waren immerhin Bündnispartner und so. Den entscheidenden Rückschaufehler, den wir dabei begehen, ist, dass wir mit dem Denken, was wir heute haben, mit unserem heutigen Wissen, mit vor allen Dingen unseren heutigen moralischen Standards, die wir nun haben, Gott sei Dank, würde ich sagen, uns diese historische Epoche betrachten und das zwar durchaus Gedanken sind, wir haben auch Proteste, sowas geht nicht, also es gibt durchaus Moral in dieser Zeit, aber als leitende Kategorie ist das natürlich überhaupt nicht da gewesen und ich würde die These wagen, bei niemand. Zumindest bei niemand, der in der Regierung war. Also es gab natürlich Friedensbewegungen, es gab Faktoren, es gab Leute, die so gedacht haben, aber bei niemand, der in der Regierung war. Und da muss man auch nochmal die deutschen Handlungen sehen, in welchem mentalen Zustand befand sich zum Beispiel der Reichskanzler. Das können wir oft heute nicht so richtig verstehen. Die deutsche Wahrnehmung war in der Tat, die Frau Tschichert hat es schon gesagt, es ist ein Kampf um Leben und Tod. Es gibt eine Blockade, wir sind bedroht von Feinden und es geht hier um die Existenz des Reiches, um Sieg oder Ausradierung des Reiches, die natürlich so extrem von keinem drohte, aber die eigene Wahrnehmung, sagen wir so. Und das können wir beim Ersten Weltkrieg sofort sehen, im August 14 kommt, was ist wirklich neu, eine Hasspropaganda von allen, die letztlich, was unter christlichen Nationen dann nicht üblich war, dem anderen die gleiche Zivilisationsstufe streitig macht. Und damit folgt eben, es kann keinen Frieden geben, es muss gekämpft werden bis zur totalen Vernichtung des Feindes. Und diese mentale Geisteshaltung, die wir im 19. Jahrhundert eben nicht haben, wo man sich im Zweifelsfall auf ein Unentschieden geeinigt hat, denken wir an den Krimkrieg etwa, führt dazu, zu so einer Geisteshaltung, es geht hier um Leben oder Sterben und eigentlich, auch wenn wir innerlich dagegen sind, ist jedes Mittel recht, dass wir diesen Krieg irgendwie gewinnen. Und es gibt dann schon moralische Faktoren, das ist der Unterschied zum Zweiten Weltkrieg, wo wir eben, also wirklich ja alles möglich ist und keiner sich beklagt und wesentliche Schritte gegen Völkermorde und so begeht. Also wir haben noch sowas wie ein Element der Mäßigung, gibt es durchaus noch im Ersten Weltkrieg hier und da. Aber das ist eine ganz wichtige Geisteshaltung, die wir natürlich heute nicht haben. Und heute gehen wir mit der internationalen Verantwortung um. Aber auch das ist ja in der Diskussion, in der Völkerrechtsdiskussion ein Riesenproblem. Ja, was tut man und wie greift man ein, ohne die Dinge noch schlimmer zu machen und wann zieht man sich zurück und so weiter und so weiter. Da stehen wir als internationale Gemeinschaft vor einem Riesenproblem, weil die Operationen, die dann durchgeführt worden sind, haben ja die Welt auch nicht besser gemacht. Wobei der Völkermord an den Armeniern vielleicht ein Beispiel ist, aber vielleicht auch ganz viele andere Beispiele auch, dass in dem Zusammenhang, Sie haben es ein bisschen anders formuliert, was hätten die Deutschen tun können? Und das ist meistens ja bezogen auf 1915-16. Und während des Krieges muss man wahrscheinlich in vielen anderen Fällen auch sagen, während des Krieges ist es einfach schon zu spät. Dort ist schon eine Eskalationsstufe erreicht, die meistens dann überhaupt nicht mehr zurückzudrehen ist oder die eher noch verschlimmert wird durch eine Internationalisierung. Aber bei der Frage des Völkermordes an den Armeniern ist ebenso interessant, ja, die Deutschen hätten was tun können, aber 50 Jahre vorher. Diese Frage nach den armenischen Reformen, dieses Gefühl, diese Lage könnte dort sehr, sehr schnell eskalieren und in einer Kriegssituation sowieso. Und die Kaukasusregion ist schon weit vor dem Ersten Weltkrieg
instabil und das Gebiet zwischen Russischem Reich und Osmanischem Reich, was sie sich gegenseitig streitig machen wollten. Und die europäischen Mächte versuchen ja dort Reformen durchzusetzen, aber immer mit eigenen Interessen, was letztendlich die eigentlichen Reformen verhindert. Und das auch noch kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Wäre das wirklich mit dem Zurückstufen eigener Interessen in kleinen Schritten vorangekommen, hätten wir auch in der Kriegssituation schon eine andere Situation gehabt. Also dieses Verhindern dieser Gewalteskalation muss wahrscheinlich auch international gedacht viel, viel weiter, es hat früher angefangen und es ist viel komplizierter, eben schon weit, weit vorher gedacht werden. Ja, ich meine, es gibt natürlich, man muss es, also wenn man beispielsweise sich die Rede durchliest, die Eduard Bernstein 1902 in Berlin gehalten hat, vor einem damals ja noch ziemlich großen Publikum, eine lange Rede von einem übrigens extrem hohen Niveau, wo man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, dass jemand die Geduld aufbringt, so lange zuzuhören, da wird das schon sehr klar thematisiert und es ist auch verbunden mit einem Aufruf an die deutsche Reichsregierung, sozusagen ihre Außenpolitik sozusagen in diese Richtung zu justieren und sich dieser Gefahr gewärtig zu sein. Also es ist nicht so, dass es diese Stimmen nicht gegeben hat. Es ist vollkommen richtig, während des Krieges war im Grunde genommen, war es eigentlich zu spät. Also es war, das ist auch das Urteil übrigens von Henry Morgenthau gewesen, der ganz klar gesagt hat, also in einer Depesche an das State Department, also das einzige Mittel, was hier hilft, ist militärische Gewalt. Das wollte natürlich niemand. Und auch Johannes Lepsius, der im Herbst 1915 dann entsprechend aufgetreten ist, was in diesem Krieg uns möglich war, und zwar im Reichstag, und im Grunde genommen gesagt hat, man müsste das Osmanische Reich zwischen dem deutschen und dem britischen Imperium aufteilen. Und das mit dem Krieg. Ich meine, also das sind natürlich so Episoden, die aber doch sehr viel aussagen, auch über diese Zwischensituation, die dieser Krieg immer noch dargestellt hat. Es hatte keine Konsequenzen negativer Art, zum Beispiel sowas zu sagen. Aber das wären die Mittel gewesen. Also es hätte auch beispielsweise, sagen wir mal, von britischer Seite, also es gab Pläne, der anstatt auf Gallipoli zu landen, im Golf von Iskenderun zu landen, also damals Alexandrette, was militärisch wahrscheinlich wesentlich leichter gewesen wäre und mit Sicherheit Hunderttausende von Armeniern das Leben gerettet hätte, weil es nämlich die ganze Region hinter Aleppo von Anatolien abgeschnitten hätte. Das haben sie nicht gemacht, auch aus dem Grund, weil sie natürlich den Russen nicht Konstantinopel überlassen wollten während des Ersten Weltkrieges. Also da gibt es tausend Dinge, die da eine Rolle gespielt haben, die man jetzt auch im Einzelnen gar nicht, das bringt auch nicht viel, wenn man die im Einzelnen weiterführt. Das ist vollkommen richtig. Also das einzige Sinnvolle, was man daraus lernen kann, ist, dass man sozusagen so eine Art, wie soll man sagen, also Vorwarnsystem, ja, also eine Art Vorwarnsystem irgendwie etabliert, also und auf die seismografischen Entwicklungen genauer beobachtet und im Vorfeld versucht, da irgendwie gegenzusteuern. Also ich will jetzt doch nochmal, so vielleicht in der letzten Runde nochmal doch ein bisschen nachfragen. Also Rolf Hossfeld hat Lepsius erwähnt. Es gab ja doch auch moralische Standards. Es war ja nicht so, also bei aller Kontextualisierung, wo ich Ihnen recht geben würde, der internationale Standard war ein anderer, aber es gab moralische Standards, die auch bekannt waren. Das Geschehen war bekannt. Diese Vorwarnungen wurden nicht gesehen und es wurde auch nicht während des Völkermords darauf reagiert. Haben wir nicht auch heute bei all dieser internationalen Verpflichtungen, auch den Lehren aus dem Holocaust, gerade von Deutschland her, aber wir haben doch auch immer wieder, gerade in dieser Gegend, über die wir den ganzen Abend geredet haben, eine ständige Kollision zwischen machtpolitischen Einwirkungsinteressen und Verletzung von Menschenrechten. Ich sage nur das aktuelle Stichwort Syrien. Also von daher, so weit entfernt sind wir nun doch nicht. Klar, die Frage ist, aber das ist eben wahnsinnig schwierig, da die Konsequenzen daraus zu ziehen. Natürlich würden wir alle zustimmen, das hätte nie passieren dürfen, man hätte Machtmittel nutzen müssen, sei es rechtzeitig, damit es zu einem solchen Genozid nicht kommt. Beim Syrien-Fall, weil Syrien ja auch dann wiederum eine Spätfolge des Ersten Weltkriegs mit der Aufteilung
die osmanischen Provinzen ist. Ich habe noch keinen gefunden, und ich habe schon viel über Syrien gesprochen, der mir eine Lösung hätte darstellen können, wann man was wie hätte tun müssen, weil gerade wir Deutschen sind natürlich sehr normativ. Nur wenn es darum eingeht, militärische Mittel einzusetzen, sind wir vielleicht ja auch gut so sehr zurückhaltend. Jetzt kann man nur mit reden, zu sagen, also wir bitten euch doch jetzt mal, jetzt geht doch mal an einen Konferenztisch und das muss doch lösbar sein. Das ist dann problematisch, wenn viele einzelne partielle Gruppen sagen, Gewalt ist für mich eine Lösung. Für uns Deutsche ist es natürlich nach Holocaust, nach zwei Weltkriegen, das ist ja in unseren Genen drin, Gott sei Dank, dass Gewalt keine Lösung sein kann, nach unserer Erfahrung. Aber wir müssen in einer Welt leider leben, in der ganz viele Gruppen sagen, nein, nein, das ist für uns eine Lösung, eine Lösungsmöglichkeit, wie das in der Geschichte eben auch gewesen ist, wie bestimmte Gruppen so. Und die Frage ist, auch bei Syrien, wie sollen wir eigentlich reagieren? Greift man militärisch ein, um zum Beispiel einen Diktator zu stoppen, so, dann sterben Menschen? Dann gibt es Kollateralschäden. Das ist kein guter Krieg. Kein Krieg ist gut. Kein Krieg läuft sozusagen ab wie mit Schaumgummibällen und hat dann wiederum Folgen. Und das sehen wir ja zum Beispiel, wie die Staatengemeinschaft nach Somalia hineingetapst ist und völlig gescheitert ist, weil sie nämlich Teil eines Bürgerkriegs geworden ist und weil sie dann Teil der Warlords unterstützt hat und so weiter und so weiter und gar nicht mehr wusste, was man machen soll. Man hat dann versucht zu lernen mit zivilem Aufbau und so weiter in Afghanistan, aber da könnte man nun lange drüber reden, aber das lief auch nicht so ganz so optimal. Und die Frage ist dann, wenn wir an Syrien denken, Verantwortung, Menschenrechte, wie durchsetzen? Wir haben eben eine Situation mit Regionalmächten, wir haben ein Grundproblem von Schiiten und Sunniten und so weiter und so weiter. Und irgendwie mit Iran und Saudi-Arabien kann man zwar reden und auch unser jetziger Bundespräsident, Außenminister hat ja auch in seinen Büchern immer gesagt, wir müssen diplomatisch. Das ist merkwürdigerweise nur eine Sprache, die einige nicht so richtig verstehen. Und dann ist auch die Frage, welche Einwirkungsmöglichkeit haben wir als Deutsche? Und keiner von uns will Krieg, aber sie stehen nach wie vor, meines Erachtens, wie im Jugoslawienkrieg, vor dem großen Problem, was machen wir, wenn Massengewalt droht? Sind wir dann berechtigt, militärische Mittel einzusetzen? In welchem Maße? Was ist eigentlich unser Masterplan? Und wir verstehen ja noch nicht mal die Briten oder die Amerikaner richtig, geschweige denn Syrien. Nicht? Also sagen, wie soll eigentlich jetzt eine Lösung aussehen? Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, dass wir uns friedliche Lösungen wünschen. Wir wünschen uns eine Einhaltung von Menschenrechten, aber können wir das erzwingen? Dürfen wir das erzwingen? Wo fangen wir an und wo hören wir auf? Und da haben wir nach 25 Jahren, nach dem Kalten Krieg, sehe ich immer noch keine Lösung, gerade nicht von uns Deutschen, weil wir letztlich eben große Probleme haben, dann in solchen Konflikten im Sinne von Durchsetzung von Menschenrechten eigentlich auch zu intervenieren. Dann sind wir wieder abhängig von anderen Ländern, die bringen wieder Regionalinteressen ein und da sind wir eigentlich in einem Teufelskreis. Ja, ich meine, dem kann man eigentlich nur zustimmen. Das ist jetzt. Nein, nein, ich meine. Nein, nein, natürlich nicht. Also, ich meine, es ist natürlich, es gibt immer zwei Faktoren, die man auch wirklich berücksichtigen muss. Also, erstmal grundsätzlich muss man immer davon ausgehen, dass das sozusagen intentionale Handlungen andere Ergebnisse erzielen können und in der Regel tun, als man es sich vorgestellt hat. Und das Zweite ist eben, es ist eben auch mitunter extrem schwierig zu begreifen, was vor sich geht. Also, es war die Deutschen haben zum Beispiel das System in der Türkei nie richtig verstanden. Also sie haben immer sozusagen nach ihrer Vorstellung, mit ihrer eigenen Projektion mit dem Sultanshof, mit dem Versuch zu verhandeln, mit dem Großwesir als Regierungschef, dass dort sozusagen ganz andere Einflusskanäle wirksam waren durch diese Art von Einparteiendiktatur, die sich 1913 etablierte, das haben sie einfach nicht begriffen. Ja? Und dass das die entscheidenden Einflusskanäle waren. Wir haben das Problem in Syrien ja auch etwas. Ich meine, wir haben sozusagen dieses immer in dieser sozusagen 89er-Schemata sozusagen Gewaltherrscher-Volk gedacht. Kein Mensch hat in Syrien das soziologische Problem sozusagen der Minderheiten überhaupt im Blick gehabt. Und die Dynamiken und auch die Gewaltpotenziale, die daraus entstehen, mal ganz abgesehen von den damit liierten
Regionalmächten und Weltmächten und so weiter. Das ist eben leider ein Riesenproblem, und da müssen wir, also ich meine, das heißt nicht, das will jetzt zu keinem Defetismus führen, aber doch zu einem Plädoyer für eine möglichst, sagen wir mal, möglichst wache Augen sozusagen zur rechten Zeit, ja, also wenn es irgendwie möglich ist. Also. Das muss man ja sagen, die Deutschen versuchen ja was zu machen. Also natürlich kann es in diesem Konflikt nur eine diplomatische Lösung geben, und es gibt Verhandlungen, man versucht das, und man hat sich auch erkannt, ja offenbar, dass man den IS vielleicht erstmal militärisch bekämpfen sollte mit einem gewissen Maße, und kein Mensch behauptet, dass das mit militärischen Mitteln zu lösen ist, aber da sind die Deutschen ja auch dabei. Aber ich würde mal die Vermutung wagen, dass die Deutschen nicht die entscheidenden Faktoren sind, diesen Konflikt irgendwie zu lösen. Wenn wir auf das Problem Israel-Palästina schauen, dann kann man in großer Sorge sein, dass wir in den kommenden Generationen immer noch dieses Problem haben. So, wir sind jetzt bei der Moral und bei der Politik heute angekommen. Und ich sehe schon zwei Wortmeldungen. Wir haben ein Saalmikrofon. Und, ich würde mit Ihnen bitte anfangen. Wo denn? Ja, also wenn ich dieser Diskussion jetzt heute gefolgt habe, dann ist für mich so rübergekommen, na, eigentlich waren ja nur ein paar Deutsche vor Ort, und die waren auch noch ganz woanders. Und so richtig Schuld haben wir auch nicht. Sehe ich ein klein bisschen anders. Aber es waren Kompanien übrigens direkt vor Ort, wo es armenische Gebiete gab, die sogar reingeschossen haben mit Kanone. Aber das lassen wir weg. Was mich viel mehr interessiert hat dann als Schlussfolgerung, als es in die heutige Zeit reinging: Der Deutsche hat also heute dieses Gen nicht mehr. Dann würde ich ja fast schon mit Nazi-Terminologie antworten, dann hat ein Oberst also, der in einen Tanklastzug mit einem Haufen Zivilisten drumherum reinschießen lässt, ein entartetes Gen oder ein anderes. Und wenn Sie denn in einem Atemzug Srebrenica und Ruanda erwähnen und sagen, das machen wir aber heute ganz anders, also bitteschön, Ruanda haben wir gar nichts gemacht, aber vielleicht, wenn sich Tutsis und Hutus bekämpfen, ist das ja auch ganz weit weg. Srebrenica ist mal so vor der Haustür, muss man ein bisschen mehr aufpassen. Also ich hätte heute vielleicht mehr erwartet, aber bitteschön, immer ist Böll nicht gut. Hoffentlich gibt es eine Brezel. Dankeschön. Ich habe eine ganze Reihe von Fragen, eher technischer Art. Wie kam Lepsius eigentlich an die Dokumente ran? Welches landeskundliche Wissen hatten die eingesetzten Militärs dort? Welche Feuerkraft hatten eigentlich die armenischen gegen die Kurden kämpfenden Gruppen? Und die gab es ja auch. Kann man bei den Kurden von einer einheitlichen Haltung reden? Oder waren sie also mehr oder weniger nur daran interessiert an dem Gold der Armenier, Anführungszeichen? Warum ist der, heute würde man ja wahrscheinlich sagen, Terrorist, also der Täter, in Berlin freigesprochen worden? Das war ja ein Schwurgerichtsprozess, aber technisch muss man ja da, also die Jury hat ja freigesprochen, aber technisch muss ja auch irgendeine Begründung da sein. Vielleicht zu abschließen, das waren jetzt eine Reihe von Fragen, die aufgrund Ihrer Äußerungen gekommen sind. Technisch Lösungsmöglichkeiten. Warum muss man denn reinhalten in Syrien? Man könnte doch theoretisch jeden, der sich nicht am Konflikt beteiligen will, in Truppentransportern abtransportieren. Also eine Art friedliches Dünnkirchen. Der dort bleibt, der hat dann für seine Handlungen und für die Konsequenzen eben die Verantwortung zu tragen. Da kommen dann ja auch keine Regionalinteressen dran auf. Vielleicht fangen wir da mal sofort an, weil es sehr viele waren, und auch ich übernehme mal den historischen Teil zum Anfang, wobei ich jetzt nicht alle Fragen behalten habe, aber ich fange mal an. Sie fragten nach der Rolle der Kurden in diesem Gebiet, richtig? Das lässt sich genauso wie die deutsche Perspektive auch nicht einheitlich beantworten. In den Ostprovinzen
ist es ein problematisches Verhältnis zwischen Armeniern und Kurden, schon lange vor dem Krieg, in gewissen Regionen. In manchen Regionen funktioniert es im Grunde genommen, dieses Zusammenleben auch gut. Während des Völkermordes sind Kurden Teile der Sondereinheiten Teşkilat İmarsusa, die Sondereinheiten, die von den machthabenden Jungtürken eingesetzt werden, um massenhaft Armenier umzubringen. Kurden wurden zum Teil in diesen Einheiten auch eingesetzt. Und es gibt auch kurdische Stämme, die sich an spontanen Massakern und Beraubung der armenischen Bevölkerung beteiligt haben. Es gibt aber genauso Kurden, die sich an Fluchthilfe und an Rettungsmaßnahmen an Armeniern beteiligt haben. Sie haben da auch die ganze Bandbreite, und das liegt vor allen Dingen daran, dass sie die Kurden in der Form eben nicht haben. Es sind sehr unterschiedliche Stämme, sehr unterschiedliche Gebiete, und die auch eine unterschiedliche Geschichte und ein unterschiedliches Verhältnis zum osmanischen Zentralstaat haben. Deshalb diese Bandbreite. Dann hatten Sie noch zu den Deutschen, die dort... Ach so, genau, das landeskundliche Wissen. Von den Konsuln vor Ort, würde ich sagen, geht man da schon relativ sensibel vor und weiß auch relativ viel und kommt zu einer, meine ich, vielleicht nicht zur Vollendung, aber sehr guten Einschätzung. Bei den deutschen Militärs sieht das natürlich anders aus. Die werden im Krieg dorthin geschickt. Die haben keine große Vorbereitungszeit. Es gibt so kleine Handbücher, wie habe ich mich gut zu verhalten, wie komme ich mit meinen osmanischen Kollegen einigermaßen klar. Ja? Also so in die Richtung geht das. Was die komplexen Verhältnisse vor Ort besteht kaum ein Wissen. Und das Interessante ist, dass die Militärzensur und die Selbstzensur, also der Soldaten, die vor Ort sind und die berichten, hervorragend funktioniert. Es gibt Kress von Kressenstein, also ein der auch die Kaukasus-Mission leitet, ein sicherlich hochgebildeter Mann, der 1917 ins Osmanische Reich reist und durch Adana kommt. Dort haben auch bereits natürlich Massaker stattgefunden, der Völkermord, die wesentliche Phase ist schon vorbei. Er reist durch Adana und macht so privat einen Reisebericht und schreibt, 1909 haben hier Massaker stattgefunden. Und berichtet auch, was man da noch sieht von oder wie er davon erfahren hat. Das heißt, zu dem Zeitpunkt hat er im Grunde noch gar keine Vorstellung, was 1915-16 explizit geschehen ist. Daher sehen Sie, dass die deutschen Militärs wirklich Schwierigkeiten hatten, zu wirklich guten Einschätzungen zu kommen, weil sie sind abhängig von ihren osmanischen Kollegen, im Grunde genommen, denen sie im Grunde genommen auch, was diese militärische Notwendigkeit angeht, Glauben schenken. Und für Militärs ist das eine wesentliche Sache, wenn die Front nicht gesichert ist oder man Angriffe hinter der Front erwartet, da übernimmt man diese Meinung einfach, weil man im Grunde genommen gar keine Kapazitäten hat, anderes Wissen zu generieren. Soweit erstmal vielleicht zu den nächsten. Ich würde jetzt gerne die nächsten Fragen ein bisschen zusammenfassen. Ich habe da hinten in der Mitte irgendwo eine Wortmeldung, ja? Ich komme gerade als Tourist aus Armenien und habe in diesem Zusammenhang zwei Fragen, die heute Abend noch nicht angesprochen worden sind. Wenn man Tourist in Armenien ist, geht man dahin auch, wenn man die vielen Klöster und Kirchen sehen will. Also Armenien ist ja ein sehr christliches Land. Meine erste Frage, der Kaiser, Gott mit uns und so weiter, warum hat dieser Aspekt, jedenfalls wurde es hier nicht angesprochen, keine Rolle gespielt. Ich meine, es, ganz Ostanatolien, auch da war ich vor einigen Jahren, die Ruinen der Kirche im Wannsee und woanders, also das muss doch auch aufgefallen sein. Also hat man das dann einfach verdrängt? Oder es waren sicher keine Lutheraner, aber es war immerhin der erste christliche Staat. Also war die Bündnistreue gegen den Muslim stärker. Das Zweite, wo ich noch eine Frage habe,
Das sehr eindrucksvolle Genozidmuseum in Erevan stellt diesen Genozid, stellt die Armenier nicht dar als wehrlos und hilflos, wie ich so meine Vorstellung hatte, vielleicht weil man den Holocaust im Hinterkopf hat, sondern es wird durchaus auch gezeigt, dass es auch bewaffnete armenische Freischäler gab, die sich gewehrt haben, das eine. Und was ich auch nicht wusste, ich meine, das ist der eine Mord in Berlin in den Anfang der 20er angesprochen wurde, aber das war nur einer von vielen. Also die Armenier stellen sich schon so dar, als die sich dann, so gut sie eben konnten, auch das Recht in die eigene Hand genommen haben, weil der Völkerbund nichts getan hat und so weiter. Also ich wollte es einfach nur mal in die Debatte werfen. Die Armenier sind wehrhaft in ihrer Selbstdarstellung. Warum ist das hier nicht erwähnt worden? Ja. Mein Name ist Lambros Avidis, ich bin Grieche und vertrete den Verein VÖG, Fördergemeinschaft für eine ökumenische Gedenkstätte. Ich habe zwei Fragen an Herrn Dr. Hosfeld. Und zwar, Sie sagten ja, okay, es gab eine deutsche Mitschuld. Da möchte ich auch noch dazu fragen, nach 1917, nach der Oktoberrevolution, hatten auch Nichte, aus welchem Grund, das können Sie vielleicht erklären, Lenin, nicht den Kemal Mustafa, der dann hochkam an der Macht, nicht auch massiv unterstützt mit Geld und Waffen und das auch was beigetragen hat. Meine zweite Frage ist, Sie sagten ja auch teilweise, auch griechische Bevölkerung, der Lausanner Vertrag von 1922-23 hat ja eindeutig dokumentiert, wie schwer die griechische Bevölkerung im Osmanischen Reich gegangen ist nachher. Und mit diesem Lausanner Vertrag wurde ja fast jeder Grieche aus diesem Gebiet nicht nur durch den Völkermord, auch durch den Zwangsumsiedlung betroffen und das Land verlassen müssen. Ich möchte gerne fragen, ob Sie dazu auch etwas über den Völkermord an den Griechen Kleinasiens was sagen können. Ali Yurtagül heiße ich. Ich bin am Fuße von Musada aufgewachsen. Also ich kenne das Problem auch von den Erzählungen meiner Vorfahren sehr detailliert, was dort stattgefunden hat. Und von Ihren Erklärungen, ich habe zwei Fragen. Der eine ist über die Rolle Enver Pascha. Sie wissen ja, dass er in Berlin ein- und ausging, sogar in Potsdam, Babelsberg sehr willkommen war. Und darüber hinaus in seinem Generalstab deutsche Offizier gab, die Ostoperation Ostfront mitorganisiert haben. Und meine Frage ist, also von dem, was Sie erzählen, habe ich eher den Eindruck, dass diese Leute, diese Offizier hilflos waren. War das vielleicht etwas Beihilfe dabei? Oder dass sie wirklich ganz genau wussten, was geplant war, sogar Ideengeber waren bezüglich der Deportation? Gibt es Erkenntnisse dazu, historisch gesehen? Weil ich den Eindruck habe, dass es unmöglich ist, wenn man in Istanbul im Generalstab sitzt, die Pläne ausarbeitet und aber nicht weiß, was dort geplant wurde. Meine zweite Frage ist, ich glaube, das ist auch wichtig, weil das Problem heute noch nicht gelöst ist. Also es gibt ein Problem Armenien-Türkei, die Grenze ist immer noch geschlossen, es gibt immer noch einige 10.000 Armenier, die in der Türkei leben, die nicht nur unter diese historischen Erbe leiden, sondern auch unter der aktuellen politischen Situation. Deshalb ist meine Frage nicht nur so extrem zu diskutieren wie mit Beispiel Syrien, sondern welche Möglichkeiten hätten wir oder haben wir, oder was sollten wir tun?
gerade in dieser Armenien-Frage aktuell etwas zu tun bezüglich Armenien-Türkei, Armenier in der Türkei oder auch in Europa. Ich meine, in Berlin leben auch ziemlich viele Armenier, die immer noch darunter leiden. Das ist, glaube ich, die zweite Frage, die ich stellen wollte. Ich danke Ihnen. Ja, ich fange mal an mit der Frage. Also ich meine, ich habe das ja, ich vergesse sonst alle Fragen. Tut mir leid. Also sonst, wir können gerne, fangen wir mal an. Sie können gerne anschließend weiterfragen. Also ich habe jetzt schon die Hälfte vergessen. Also ich habe das ja gesagt. Ich meine, das, also spätestens seit Ende Juni, Anfang Juli 1915 war die deutsche Reichsregierung über das Ausmaß, den Charakter und den Umfang dieser Vernichtungspolitik genauestens informiert. Und wenn Sie heute in das politische Archiv des Auswärtigen Amts gehen, also das ist eine Sammlung von detaillierten Berichten, wie man sie an keinem anderen Ort eigentlich findet. Also da, das besteht gar kein Zweifel. Es sind ganz andere Fragen sozusagen. Die Fragen sind sozusagen, wie ist man während des Krieges damit umgegangen und welche Möglichkeiten hätte man gehabt, dagegen zu steuern? Das sind aber andere, wirklich andere Fragen. Was kann man heute tun? Also ich denke, man kann natürlich, es gibt einen lebendigen Dialog beispielsweise zwischen türkischen und armenischen Akademikern und auch unter Einschluss internationaler Historiker, also an dem wir uns auch selbst aktiv beteiligen. Das ist eine sehr produktive Angelegenheit und ich glaube auch sehr nützlich, darüber zu reden. Aber das muss natürlich alles sozusagen auf der Ebene passieren, wie John Kerry das gegenüber Erdogan Anfang des Jahres so schön formulierte: We need evidence, no accusations. Also wir müssen sozusagen dann über Fakten und Tatsachen reden und nicht über Gerüchte und Anschuldigungen und Meinungen. Die Griechen habe ich anfangs erwähnt. Ich meine, im Grunde genommen gehört es auch zur Vorgeschichte des Völkermords in Armenien. Die Vertreibung und auch die Gewaltmaßnahmen gegen die Griechen im heutigen Westanatolien, also im ehemals griechischen Siedlungsgebiet am Mittelmeer, die dann, wie Sie wissen, also im Jahr 1915 ja erstmal gestoppt wurden und dann auch wegen der Neutralität Griechenlands während des Krieges auch keine und so weiter. Und dann, was danach folgte, bis ins Jahr 23, 24, war natürlich dann von deutlich gewaltsamerem und folgenreicherem Ausmaß. Also das ist aber jetzt eigentlich heute Abend nicht unbedingt unser Thema. Ich meine, aber natürlich ist das der Fall gewesen. Das ist gar keine Frage. Was mit Lenin habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht verstanden, was Sie da wissen wollten. Also Wer hat Lenin? Ja, das ist aber jetzt ein anderes Thema. Ich meine, wir reden jetzt heute Abend nicht über die Bolschewiki und Lenin. Na, kommen Sie jetzt mal. Also jetzt geht's aber los. Also ich meine jetzt, ja. Wahrscheinlich hat er es vorher schon gewusst, der Kaiser, ne? Was daraus folgt. Also, nein. Ja, es war. Können Sie Ihre Fragen nochmal zwei Stichworten wiederholen? Oder bitte, ja. Genau. Diese Frage, warum nicht diese Verbindung zu dem Christentum und den Armeniern als ältestes Christenvolk da war, das wird sehr häufig gestellt, weil das für uns heute vielleicht so offensichtlich ist. Das ist in damaliger Zeit aber anders empfunden worden. Es gibt eine Gruppe auch in Deutschland, Johannes Lepsius ist ein Beispiel dafür,
Aminophil interessiert an dieser ältesten christlichen Kirche und so weiter. Aber es ist letztendlich nur eine ganz, ganz kleine Gruppe. Im 19. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts, wir befinden uns, Olaf Blaschke hat das mal so formuliert, im zweiten konfessionellen Zeitalter. Also diese, alles ist ein Christentum, ökumenisch, das ist nicht vorhanden, sondern der Gegensatz wird dort betont. Weil wir jetzt nicht so viel Zeit haben, will ich es mal kurz fassen. Also aus der Sicht eines preußischen Protestanten sind die Armenier gar keine richtigen Christen. Die sollten sich erstmal richtig reformieren, bestenfalls Protestanten werden. Also wie gesagt, sehr zugespitzt und sehr radikal, aber im Grunde genommen geht das Denken in diese Richtung. Die wehrhaften Armenier, Sie haben recht, die sind, haben wir wenig erwähnt. Viele Aspekte können wir in so kurzer, bei so einem komplexen Thema wenig erwähnen, aber das ist sicherlich ein wichtiges Thema. Man muss allerdings wissen, dass die Armenier vorher, also die Soldaten, die armenischen Soldaten, die im osmanischen Heer gedient haben und die gab es natürlich, die wurden eingezogen wie andere ethnische Gruppen auch im multiethnischen Reich, die wurden entwaffnet und die Soldaten in Arbeitsbataillone geschickt. Und trotzdem haben wir natürlich armenische Gruppen, die sich den Deportationen zur Wehr setzen. Und wir haben eben auch Aufstände, beispielsweise in Van. Und die Frage ist nun, wie man sie deutet. Sind das Aufstände gegen die osmanische Herrschaft und eben Grunde genommen Berechtigung, sie zu deportieren? Oder ist das im Grunde genommen Notwehr, um nicht deportiert zu werden? Zweiteres ist im Grunde genommen die Forschungsmeinung. Ja, also um das einmal aufzugreifen. Vielen Dank. Jetzt die Dame zuerst. Ja, der Herr da hinten, der hat es eigentlich auch schon angesprochen, weil ich wollte auch eine neue Sichtweise reinbringen. Es wird immer so geschildert, auch bei dem Völkermord an den Juden, dass irgendwas von oben an Gewalt und Herrschaft und Diktatur und Böses und Mord runterkommt und alle lassen sich das irgendwie gefallen. Und er hat ja gesagt, es gab auch wehrhaft, also es gab auch Widerstand. Es gab auch bei den Juden und auch im Dritten Reich Widerstand. Aber letztendlich hat es schon angesprochen, ich wollte meinen Beitrag, hätte er das eben noch nicht angesprochen, wollte ich so einleiten, eine neue Sichtweise reinbringen, weil Sie ja sagten, man hat schon vor 50 Jahre vorher hätte was tun müssen und so als Vorwarnsystem, ich meine, diese Völker oder diese Leute, die da leben, die müssen ja das auch irgendwie spüren. Und da wollte ich eben auch mal fragen, so der Eigenverantwortung, warum haben die sich das gefallen lassen oder warum gab es keine Flucht? Ich meine, das waren ja bestimmt gebildete Leute, die auch Geld hatten und die auch irgendwie eine Intuition haben und die nicht einfach nur als Analphabeten in irgendwelchen Hütten leben, wo dann irgendwelche, wie man sich das im Mittelalter vorstellt, irgendwelche Räuberhorden kommen und da alles niederbrennen. Und dann wollte ich noch was sagen zu den Juden im Dritten Reich. Da wollte ich auch fragen, jetzt zu den Leuten, die keinen Widerstand geleistet haben, warum hat man das nicht gespürt und warum haben sich das so viele Juden gefallen lassen und warum lassen sich die Leute einfach so auf die Schlachtbank schicken? Spürt man das nicht, dass man in den Tod fährt, wenn man irgendwo deportiert wird? Also das einfach mal so als eine andere Sichtweise auch mal reinzubringen, weil ein Krieg und ein Widerstand und ein Gegengewicht bedeutet auch immer Krieg. Ich sehe den Krieg auch als eine Art von Gleichberechtigung. Und von daher finde ich, weil er sagte, heute wird Gewalt nicht mehr so als Lösung gesehen, ich finde, dass ein gewaltsamer Widerstand auch eine Form der Gleichberechtigung ist und auch eine Form, dass auch Gewalt legitimiert ist, wenn man eben gegen Unrecht aufsteht. Ich wollte jetzt nur noch sagen, wir haben noch zwei Wortmeldungen. Da einige jetzt schon fluchtartig den Saal verlassen, würde ich gerne nach diesen beiden Wortmeldungen das Wort noch mal ans Podium geben und dann, glaube ich, müssen wir zum Ende kommen. So, ich finde diese Diskussion sehr, sehr interessant, weil seit Jahren wir kämpfen über diese Wahrheit. Klar, an diese Wahrheit zu werden. Ich bin auch Grieche, Pontus Grieche, und meine Familie hat Opfer auch gehabt in Kleinasien, in Kerasun,
wo ich habe ein Buch von meinen Augen, mein Opa, wo mir erzählt hat, dass seine Vater und seine Großvater aufgehängt wurden in Kleinasien, in Kerasun, in einem Dorf. Also das zur Erwähnung. Aber ich habe dieses Wort sehr gut gefunden, Deutschland und der Völkermord an der Armenier. Es ist kein Zweifel, es war ein Völkermord. 1,5 Millionen Armenier sind umgebracht worden. Aber es gibt Aussage von früheren Hochmilitärs, Deutschen in Kleinasien, in der Türkei, im Osmanischen Reich, von Goltz und von Sanders. Und ich habe in einem Buch gelesen, wo von Sanders zu der türkischen Regierung gesagt hat, solange Millionen Christen in Kleinasien leben, Christen, Griechen, Armenier und andere, also Ethnien, Christen, Tausende von Schulen und Tausenden von Kirchen, hier wird keine Ruhe geben zwischen Muslimen und Christen. Und das hat also der von Sanders gesagt. Ich meine, wusste sicher auch die deutsche Regierung über diese ganze Situation. Und ich finde sehr gut, das ist eine Wahrheit. Deutschland ist mitverantwortlich für diese Tatsache in dem Völkermord. Über 3 Millionen Christen, weil sie nicht nur die Armenier, in Ostthrakien waren schon 300, 1912 und danach Ionien, natürlich die Armenier, kein Zweifel, das wissen wir alle, und dann die Pontus-Griechen. Also ich meine, das sind Tatsachen, wo man sagt, also über 3 Millionen Christen in Kleinasien passt und Deutschland war mitverantwortlich. Dankeschön. Ich möchte noch mal was sagen zum Stichwort Deutschland. Es ist, finde ich, auch gefühlsmäßig so ein bisschen beklemmend, dass man das Gefühl hat, dass man eine solche Diskussion so im Grundton nach vor 10 Jahren auch schon geführt hat. Das sagt jetzt nichts über Ihr Buch und über die Diskutanten, sondern es ist eher eine politische Anmerkung, dass man merkt, dass man eigentlich sozusagen politisch bezogen auf das Verhältnis von Deutschland zu diesem Völkermord und die Anerkennungsfrage nur ausgesprochen mühsam weiterkommt. Und das finde ich eigentlich sehr beklemmend und mal unabhängig von der Frage des Ausmaßes der deutschen Schuld oder der Handlungsoptionen, die man seinerzeit im Ersten Weltkrieg gehabt hat oder nicht gehabt hat, finde ich, ist es wichtig, auch nochmal auf die Rezeptionsgeschichte zu gucken. Also wie geht Deutschland seit, sagen wir mal, auch dem Ende des Zweiten Weltkriegs damit um und dass da Armenier sind, die auch in diesem Land leben und auch um diese Anerkennung ringen. Und das finde ich schon auch sehr beklemmend, wie lavierend unser Land da ist. Und ich frage mich, ob das vielleicht etwas damit zu tun hat, dass der Völkermord an den Armeniern am Ende ja auch eine Homogenitätsfrage verhandelt. Ja, da ist ein Nationalstaat und er will ein Nationalvolk. Ja, und die Türken, die kriegen jetzt endlich ihren Staat und jetzt sind sie auch modern. So. Und dass Deutschland vielleicht auch deswegen Mühe hat, damit umzugehen, weil Deutschland ein eigenes Problem mit dem Stichwort Homogenität hat. So, also einerseits mit der Frage, wie sind wir mit unseren eigenen Minderheiten umgegangen und wie lange hat Deutschland auch selber gebraucht, um zu sagen, wir sind ein Einwanderungsland und wir können uns das gut vorstellen, dass unterschiedliche Menschen in einem Land leben. Und ob diese Frage, wie man sozusagen eine eigene Nationalstaatsvorstellung in Deutschland hat, auch etwas zu tun hat mit der Frage, wie man mit diesem Völkermord umgeht. Ja, ich wollte nur sagen, sozusagen einfach zu Ihrem, erstmal zu Ihnen, also Liemann von Sanders war einer von 2 deutschen Offizieren, die über Kommandogewalt verfügt haben, neben Kolmar von der Goltz. Und in dieser Funktion, als jemand, der über tatsächliche Kommandogewalt verfügt hat, hat er verhindert die Deportation von Armeniern aus Smyrna. Und zwar mit der Androhung, militärische Gewalt anzuwenden, wenn die Deportationen nicht gestoppt werden. Das Gleiche betraf auch geplante Deportationen von Griechen in Smyrna. Also ich sage nur nochmal mit John Kerry, we need evidence, not accusations, wenn wir über solche Dinge sprechen. Also das, was Sie gesagt haben, stimmt so einfach nicht. Simpel. Also und zu der Dame möchte gerne Herr Neißel sich äußern.
Okay. Zu Ihrer Frage, warum oder ob die armenische Bevölkerung oder Teile der armenischen Bevölkerung nicht erahnt haben, was da geschehen wird. Also das haben sicherlich auch einige gemacht, und Flucht oder Ermöglichung von Flucht hat immer was mit finanziellen Mitteln zu tun. Und es gibt eine armenische Diaspora natürlich. Es sind sehr, sehr viele ausgewandert, weil die Situation in bestimmten Regionen, auch sicherlich nicht in anderen, in allen, nicht unbedingt in großen Städten an der Westküste oder in Istanbul, aber in einigen Regionen schwierig war und Armenier ausgewandert sind. Was man bei der Frage dann aber nicht vergessen darf, gerade in Ostanatolien haben wir einfache Bauern, die für ihren Lebensunterhalt mühsam sorgen, zu flüchten oder, also ich meine, das ist ja schwierig für uns selbst vorzustellen, in kurzer Zeit das zu organisieren, die Heimat zu verlassen, das ist außerordentlich schwierig. Zudem dann noch die extrem schnelle Radikalisierung dieser Gewalt. Ich glaube, das vergessen wir auch häufig, wie schnell das gehen kann. Und bei dem Völkermord an den Armeniern ist das eben noch ein extremes Beispiel, dass eine radikale Gruppe unter den Jungtürken quasi im Ausschlussverfahren zu so radikalen Ideen kommt, die sie ganz, ganz schnell umsetzen, dass da es nur noch sehr, sehr wenigen gelingt, zu flüchten. Das können Sie sich sicherlich vorstellen. Die Rezeptionsgeschichte und zur Frage, warum wir uns damit so wenig beschäftigt haben. Also ich finde Ihre These da relativ abwegig. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist relativ eindeutig, und deutsche Historiker haben dann auch noch ein bisschen gebraucht, bis sie sich damit beschäftigen, mit dem Holocaust und dem Zweiten Weltkrieg, dass wir uns erst einmal darauf konzentrieren und die universitäre Lehre darauf konzentriert. Das kann man natürlich jetzt auch vielfach kritisieren, warum es nicht breiter gefächert ist, aber es ist doch komplett logisch. Also ich wundere mich ehrlich gesagt, wie man das in Frage stellen kann. Ich sage auch gleich nochmal was dazu. Aber erst vielleicht über den Holocaust. Und also es gibt ja jüdischen Widerstand, und das beste Beispiel ist natürlich der Warschauer Ghettoaufstand. Und beim Warschauer, und auch die Diskussionen davor sind ja ganz interessant, um Ihre Frage zu beantworten. Es gab einen Judenrat in Warschau, und also die Deutschen haben die Selbstverwaltung, das kennen Sie alles, und dann wird ja lange diskutiert, müssen wir uns nicht erheben oder müssen wir uns nicht erheben? Und die einen sagen, nein, wir müssen uns nicht erheben. Wir können mehr Leute retten, indem wir sagen, mit den Nationalsozialisten kooperieren und deren, und wenn auch viele sterben, wir werden so mehr retten. Wenn wir einen militärischen Aufstand machen, wir haben keine Waffen, werden die Deutschen uns niedermetzeln. Und genauso passiert es dann ja auch, bei 16 toten Deutschen werden eben alle anderen umgebracht, grausam, die im Warschauer Ghetto sind. Das Interessante ist aber, dass etwa das Schicksal der einiger jüdischen Gemeinden in Weißrussland, dass dort eben in Baranowice, in Minsk und so weiter Juden in die Wälder fliehen, und da es eben jüdische Partisanenbrigaden gibt, deren Hauptziel ist, die Leute also zu retten, sozusagen. Da gibt es dann aber auch wiederum Kriege mit den kommunistischen Partisanen, die einige von denen umbringen und so weiter. Die Leute, die das geschafft haben, also in der Regel ist es eben auch so, dass etwa die Armia Krajowa in Polen die Juden wegschickt. Sie bringt sie nicht um, aber sie schickt sie weg, und es gibt auch wiederum rechtsradikale Polen, die sie umbringen. Also die Möglichkeit, die ein Zivilist einfach hat, der ja auch nicht jetzt übers Internet und moderne Medien sich erstmal vernetzen kann, was soll man hören, es gibt Gerüchte, was stimmt nicht, dann kommt natürlich die Hoffnung, die Heimat nicht zu verlassen. Und denken Sie daran, an das Massaker von Babi Yar mit 33.000 Juden, dass die Deutschen mit ganz wenigen Männern Plakate drucken, die deportieren, vor die Stadt bringen und da sozusagen 33.000 nacheinander erschießen. Und die Fähigkeit, da auszubrechen, also das zu tun, was andere nicht tun, also wenn man sieht, das haben wir auch selber hier, die Deportation aus Berlin im Grunewald, dann zu sagen, ich verstecke mich. Wir haben ja einige tausend Berliner Juden, die überleben. Also da auszubrechen, das ist eben eine ganz, ganz große Leistung. Und gar sich zu bewaffnen, wer kann dann mit Waffen umgehen? Wer hat dann überhaupt Waffen? Die Vorstellung ist gar nicht da. Und dann natürlich auch die Hoffnung, ja, wir werden deportiert,
Also die Berliner Juden, die im November 1941 nach Riga deportiert werden und da sofort erschossen werden, natürlich die Hoffnung, ja, wir werden da irgendwie zum Arbeitseinsatz kommen. Also die Hoffnung spielt da auch eine große Rolle. Und da auszubrechen, dann ist auch das Alter der Menschen, sind ja nicht sozusagen in ihren 20ern alle, das sind noch eher diejenigen, die im Warschau-Ghetto-Aufstand das Wort redeten. Das ist enorm schwer. Und dann haben wir eben das Phänomen beim Holocaust, dass ist ja, auch wenn Sie die Zahl der Einsatzgruppen sehen, die 900.000 Juden umbringen, das sind ein paar tausend Mann, die mit Kollaborateuren vor Ort das schaffen. Wir haben dann ja eine Debatte, auch, ja, ihr habt euch auf die Schlachtbank führen lassen und so, und da wäre ich immer sehr, sehr zurückhaltend. Also man kann das sozusagen psychologisch, glaube ich, sehr gut verstehen, dass die von Zivilisten, Menschen, die nicht gewohnt sind zu kämpfen, die Möglichkeiten, die man hat keine Waffen, was soll man tun, man ist in einer gewohnten Umgebung, man ist auch staatsgläubig, man kann es sich auch nicht vorstellen, man will es sich nicht vorstellen, und das ist dann und die Möglichkeiten sind einfach nicht da, wer hatte Waffen, wer hatte Möglichkeiten, das sehen wir beim Warschau-Ghetto-Aufstand, die haben ja sogar gekämpft, aber es hat sie auch nicht gerettet. Gestorben wären sie so und so, aber sie hatten immerhin noch vielleicht die Ehre, Widerstand geleistet zu haben. Und dann vielleicht eine letzte Bemerkung. Das ist auch, glaube ich, ich glaube, dass die Beschäftigung mit Geschichte in Zyklen passiert, was Frau Tschichold sagte. Und Nationen, Gesellschaften, glaube ich, einfach Zeit brauchen, um sich mit bestimmten Themen zu beschäftigen. Und wir sind ja immer ganz empört, leider ist das noch nicht erforscht worden in den Drittmittelanträgen bei der DFG. Unerhörterweise wurde der militärische Widerstand in Hamburg-Rahlstedt noch gar nicht genau beleuchtet. Also wir haben bestimmte Zyklen und wir haben ja nun lange genug gebraucht, um den Holocaust überhaupt mal. Und da war das Thema Armenier-Genozid weit, weit weg. Und denken Sie mal daran, dass das Standardwerk Deutschland im Ersten Weltkrieg, was es überhaupt mal gab, ist 1968 von Peter Kielmannseck geschrieben worden, Kollege in Mannheim, 1980 zweite Auflage. Und das nächste Buch, dicke Buch, große Buch, Research-Driven, mit Primary Sources, ein bisschen, war Jörn Leonhard 2014. Dazwischen gab es einige Textbooks, ich habe mich da auch mal ein bisschen betätigt, aber es gab keine große Forschung, kein forschungsgewichtiges Werk im deutschen in den deutschen und deutschsprachig, in den deutschen Universitäten von deutschen Historikern, weil alles auf den Zweiten Weltkrieg und vor allen Dingen das Dritte Reich, Gesellschaftsgeschichte des Dritten Reiches, Verfolgung, Widerstand, Genozid, Shoah war, aus gutem Grund. Und andere Bereiche, das können Sie natürlich weiterführen. Sie können mit Berechtigung sagen, dass ein chinesischer Mensch sagt, ja, warum haben wir denn keine deutsche Darstellung vom Massaker von Nanking? Und die Welt ist ja viel von massenhaften Darstellungen da. Und ich glaube nicht, dass das irgendwas damit zu tun hat, dass die Deutschen absichtlich sagen, naja, wir haben doch so einen homogenen Nationalstaat, das klang bei Ihnen so durch, naja, und eigentlich war das doch irgendwie gar nicht so schlimm oder so. Wir haben jetzt eine Diskussion, und da kann ich Ihre Empörung durchaus verstehen, aber immerhin hat man ja was erreicht, dass die Bundesregierung aus reinem außenpolitischen Kalkül da sehr zurückhaltend gewesen ist. Und ich kann Ihnen berichten, als ich noch für die Bundeszentrale für politische Bildung etwas geschrieben habe über Zeit der Weltkriege, dann wurde auch genau geschaut, können wir das dann so sagen, weil das ist ja halb offiziös. Und dann habe ich gesagt, also wo lebe ich denn? Natürlich schreiben wir da Völkermord rein, was soll man denn sonst reinschreiben? Also da gab es in der Tat, und da kann man auch empört sein, eine Zurückhaltung, die abstrus ist. Auf der anderen Seite kann ich Ihnen sagen, ich war ein Glasgow-Professor, da rief mich der Botschafter der Türkei in Dublin an und hatte in ganz anderen Fällen mich belehrt über die Haltung der Türkei im Ersten Weltkrieg. Also da gab es auch auf der diplomatischen Ebene einfach mal diese Zurückhaltung. Und wir wissen ja alle, dass die Politik sich nicht für Geschichtswissenschaft interessiert, sondern einfach in dem Wühltisch der Geschichte rumkramt und das benutzt, was man eben gerade gebrauchen kann. Und das nennt man dann Geschichtspolitik. Das ist etwas, was wir hier auch öfter thematisieren. Ich hoffe, dass wir Ihnen heute Abend doch vermitteln konnten, bei aller Differenzierung und historischen Auspinselung, dass das Thema noch was mit uns zu tun hat und dass es vor allen Dingen auch etwas mit gesellschaftlicher Moral zu tun hat. Ich danke den Teilnehmern der Diskussion, den beiden Herausgeberinnen und Herrn Neitzel ganz herzlich für diese angeregte Debatte. Ich danke Ihnen für Ihre Fragen und Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen guten Heimweg.